Servus. Wir begrüßen euch recht herzlich zum 65. Live-Art-Session aus dem Studio Nützel mit Ralf Ricker und Stefan Nützel. Auf jeden Fall freuen wir uns natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich mache das jetzt einmal ein bisschen langsamer. Ich habe mir vorgenommen, das nehme ich mir immer wieder alle 10 Streams vor, dass ich nachdenke beim Reden. Okay. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns natürlich, dass ihr so zahlreich wieder erschienen seid. Es geht mit dem Zeichenthema, mit dem Tuschezeichenthema weiter. Und ich mache jetzt eine kleine Variation mit dem Lavieren und Tuschezeichnen. Mal schauen, was rauskommt. Also, no risk, no fun, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ansonsten ist es jetzt einfach mal so, dass wir... Ich würde sagen, wir können, bevor wir anfangen, können wir die Leute mal irgendwie darauf einstimmen, dass wir zwar kostenlos und gratis, aber nicht umsonst sind. Es gibt die Möglichkeit, uns zu unterstützen, damit wir uns auch weiter die Eiswürfel in den Wodka leisten können. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Denn wir bedanken uns natürlich zuerst einmal bei allen, die uns dann diese Woche wieder unterstützt haben. Und es waren in dem Fall die Walli, der Norbert, die Ines, Judith, Gernot, Silvia, Lutz, Natascha, Dennis und Timo. Also alles Gute nach Hansestadt Hamburg hoch zu Dennis und Timo und den Rest. Wir danken euch herzlich. Das ist so, falls diejenigen, die es nicht wissen, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns über den PayPal-Link oder über die Kontoverbindung unten in der Videobeschreibung uns einen Kaffee ausgebt oder eine Käsekreiner oder eine Mehlspeise eures Vertrauens. Also je nachdem, was ihr glaubt, was wir dann zu uns nehmen. Aber es kann schon sein, dass es dann die eine oder andere Wodkaflasche sein könnte. Und ja, und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns dann unterstützt. Die andere Möglichkeit, die es natürlich gibt, das ist über Patreon. Das heißt, wenn man sich dann auch mit dem Stream noch mehr identifiziert, sprich entweder grundsätzlich als Unterstützerin oder aber auch, dass man die Vorlagen des Streams bekommt. Und die dritte Ebene, die ich da eingebaut habe, ist eine monatliche Besprechung eurer Arbeiten oder deiner Arbeiten in dem Fall. Also das heißt, wenn du irgendwelche Arbeiten zeigen möchtest und das Ganze läuft über Zoom, diese Besprechung, und da gibt es eben die Möglichkeit, dann dies über Patreon zu tun und unsere Arbeit monatlich zu unterstützen. Das ist natürlich super. Und da haben wir jetzt schon 32 Patreons. Und das ist natürlich echt der Hammer. Und wir haben letzte Woche die Patreons gefragt, ob wir sie nennen dürfen. Mhm. Aber nennen sie jetzt trotzdem nicht, weil wir vergessen haben, die Liste zu schreiben. Das haben wir vergessen. Ja, das war die Liste, die wir vergessen haben. Liebe Annette, ich habe nicht meinen Overall vergessen. Den habe ich nur an, wenn ich mitmal. Und das ist nur jeden ersten Nützwoch im Monat. Und genau. Das ist nicht der 26. April. Da waren schon welche. Warum? Wann ist der nächste? Der nächste ist der nächste, oder? Der nächste nächste ist Woche. Der nächste. Nächste Woche. Da bin ich ja noch verkatert. Ich mal schauen. Da ist noch der 1. Mai dazwischen, der ist Feiertag. Ja, da feiere ich überhaupt am allermeisten. Ach so, weil du dann mit den Genossen am Rathausplatz stehst. Natürlich, ja. Okay. Mhm. Das singt dann eine Internationale? Alles. Mhm. Wer ist heute das erste Mal da? Freizeitvideos schreibt. Servus an alle, Barbara Eder. Die Barbara Eder ist das erste Mal da. Barbara Eder, du bist aber nicht die Barbara Eder, die ich kenne, oder? Echt, du kennst eine Barbara Eder? Ich kenne eine Barbara Eder. Okay, ja. Er kennt eine Barbara Eder. Wölkchen, Nora Tahi, Timo Pohl, Oana Konst, Dirk König, Annette Bayer, hab ich schon erwähnt. Hab da irgendwo draufgeklickt, jetzt sehe ich gerade nicht. Susanne Stiller! Jetzt schon? Ist heute kein Urban Sketchers Abend? Hey, die Oana Konst ist auch dabei. Mhm. Nadasche, Buonasera. Timo Pohl habe ich, glaube ich, schon. Christoph Z., Christine Troll, wow. Ursula Maria, Dietmar Stiller natürlich auch. Pünktlich und vollzählig. Sabine Regensburg. Dietmar, du bist vollzählig. Ruth Wagner-Weber, Christa Meder, Heidelina Tabea. Grüezi aus der Schweiz. Uli Geiger, Woodspirit und last, aber first in the chat ist the Kunstlitsch. Se Kunstlitsch. Ja, wunderbar. Schön, dass ihr alle da seid. Es gibt erst 22 Likes. Bei so vielen Leuten, wie hier zuschaut,
Zuschauen sind 22 Likes echt wenig. Wir werden uns bemühen, dass wir im Laufe Max, des Abends noch nach oben bekommen. Der Max hat Lusak, gerade gepaypalled. Ey, ist das ein Verb? Du, ich gehe mal kurz paypallen. Ja, ja schon, aber es klingt etwas unanständig. Also nur unter guten Freunden. Hey, Freizeitvideos, Wolfgang, freut mich. Hallo Wolfgang. Ja, Wolfgang habe ich letzte Woche persönlich kennengelernt. Ah. Erst persönlich und dann virtuell. Zum ersten Mal hier. Willkommen, Britta Russack. Cool, super, toll, dann haben wir schon zwei Neuzugänge. Das ist ja Wahnsinn. Also wer noch neu ist, soll sich mal outen und so. Also auf jeden Fall, um das Ganze noch zu vollenden mit den ganzen, mit unserem Banner hier unten, also das hier bei mir, gibt es eben die sozialen Medien, Instagram und Facebook, da bekommt man natürlich auch die Informationen. Dann das nächste ist dann, dass es auch ein Newsletter gibt. Das findet man unter meiner Homepage-Adresse auf der Kontaktseite. Da kann man sich ins Newsletter eintragen. Und ansonsten haben wir noch die Nützwochgruppe. Facebook gibt es die Nützwochgruppe, die heißt Nützwoch mit Umlaut, oder? Ja. Ja, die heißt Nützwoch. Meldet euch da an. Es posten da sehr viele Leute. Sehr lustig. Matthew. Hallo Matthew, du bist auch neu. Sehr gut. In der Nützwochgruppe, es gibt ganz viele Bilder dort zu sehen von Leuten, die den Stream regelmäßig schauen. Das ist sehr schön. Wollen wir eine Gedenkminute einlegen? Das ist eine schöne Community. Eigentlich sollten wir schon machen. Also wir haben es vorher nicht abgesprochen. Also weil uns hat die Nachricht erreicht, dass die Jeanette Stein vor kurzem gestorben ist. Und die Jeanette Stein war eine der ersten Zuseherinnen mit hier in diesem Stream. Also das heißt, die ist von Anfang an dabei gewesen. Und wir haben jetzt vor kurzem erfahren, eben, das hat auch jemand in der Nützwochgruppe gepostet, dass sie von uns gegangen ist. Und in dem Fall sind wir natürlich in Gedanken auch bei ihren Angehörigen. Und es ist wirklich schade, dass sie dann so früh von uns gegangen ist. Ja, ansonsten werden wir das dann so machen, dass wir auch ihre Bilder, also das war irgendwie auch so eine Anregung, dass wir eines ihrer Bilder dann als Titelbild in der Nützwochgruppe machen. Also das werden wir dann auch noch machen, in Gedenken an sie. Eine Sache, die weitergeht, ist sind noch die ganzen Termine, die jetzt kommen. Aber vornehmlich müssen wir natürlich ankündigen, dass Ralf Bert hier am Freitag im Atelier Nützel hier vor uns, nicht hinter uns, vor uns dann seine Bilder aufhängen wird. Nein, Moment. Was? Aufhängen tun wir sie schon gemeinsam. Na, ich mach da nichts. Ich hocke mich auf meinen Stuhl und sage, da. Ne? Ja, das ja. Machen wir schon gemeinsam. Ja, ja. Das machen wir schon gemeinsam und so. Ja. Und wer auf jeden Fall in der Gegend ist, der ist herzlich eingeladen hier in die Hasenstraße 52. Das ist so eine Geschichte. Und wir sind auf jeden Fall schon in gespannter Erregung, Aufregung, Anregung, Zuregung, Mitregung. Ich weiß nicht, in welchem Zustand du bist. Ich bin auch total entspannt und so, aber das ist dann am Freitagabend oder so, ist es dann auch so. Danke für eure Anteilnahme, für die Jeanette. Ja, Dankeschön. Für alle, die das nachschauen und den Chat nicht mitschauen, es werden hier gerade sehr viele schwarze Herzen gegeben. Genau. Danke euch. Dann gibt es noch ein paar Termine, die man sagen können. Nächste Woche ist dann auch eine andere Ausstellung, wo ich in der Ausstellung Female Faces dabei bin, am 4.5. im EGER in der Windmühlgasse 26 hier in Wien. Und dann gibt es noch einige Kursaktivitäten. In dem Fall ist es dann am 13.5. Die Einladungskarte von Female Faces. Geht es? Ja. Kann man das reinposten? Natürlich. Ah, und dann landet man drauf, oder? Ja. Peter K., ich komme. Sehr schön. Peter K., sie kommt. Die Christian Gera fragt... Wer von euch kommt zu Ralfs Ausstellung? Ich. Sind wir schon zwei. Mhm. Und mit der Frau Peter K. sind wir drei. Und die Christian Gera kommt wahrscheinlich auch. Will ich auch geraten haben. Barbara Eder fragt,
Gibt es irgendwann mal Kurse in der Nähe von Salzburg? Ich liebe euch zwei und euren tollen Schmäh. Ich habe immer in Schloss Goldegg unterrichtet, aber das habe ich jetzt irgendwie mal ausgesetzt. Also das wäre in dem Fall 60 Kilometer südlich von Salzburg im Pungau. Aber da habe ich jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr unterrichtet. Ines kommt auch. Ja, und wenn Barbara Eder, also Barbara Eder, wenn du die Barbara Eder bist, dann liebe ich dich auch. Wenn du eine andere Barbara Eder bist, dann liebe ich dich vielleicht, dann kenne ich dich noch. Es gibt eine Möglichkeit, uns beide zu sehen. Ja, genau. Und das wäre nämlich dann am, ich habe es nochmal aufgeschrieben, weil du es die ganze Zeit immer brutal reinpostest, nämlich im, vom 13. bis 17. Juli. Juli? Auch ganz um die Ecke von Salzburg in der Kunstfabrik Hannover. Total in der Nähe von Salzburg. Ja, da gibt Stefan einen Kurs, der heißt Fotovorlagen malerische Punkt, Punkt, Punkt. So heißt der Kurs. Da, die malerische Umsetzung mit Öl- oder Acrylfarben. Genau. Und da nehme ich auch teil. Ja, und da fliegen wir in den Norden. Es gibt noch immer... Die Kursampel ist noch immer grün. Hey, Herr Stiller im Chat, also wie schaut es denn aus? Wie schauen wir aus? Man kann sich noch, es gibt immer noch einen freien Platz. Ja, das wird auf jeden Fall sein. Und das nächste ist dann am 13.05. ist hier Porträtmalen im Studio. Das heißt, es ist ein Präsenzkurs. Es wird an einem Tag nach einem Live-Modell wird Porträt gemalt. Also wer die Möglichkeit nutzen möchte, einen ganzen Tag mit einem Porträt zu verbringen, mit Anleitung, mit Skizze, mit Vorarbeiten und dann Ausarbeiten. Und in dem Fall ist es am 13.05. hier im Studio. Das findet man auch auf meiner Homepage angekündigt. Ich glaube, der Ralf könnte es auch in den Chat reinhauen. Nein, ich muss da jetzt gerade lesen. Ja, ich habe das schon gelesen. Wenn der Aller kommt. Und vom 16.05. bis zum 13.06. ist dann das Webinar Porträtzeichnen. Also es ist ein Porträtschwerpunkt, die Porträtfestwochen. Und das ist ein Webinar, das ich veranstalte. Das findet man dann auch auf meiner Homepage. Und last, in dem Fall sozusagen in der nächsten Zukunft, haben wir dann noch im Bildungshaus Schloss Buchberg, das ist in dem Fall in Wels, Barbara Eder. Es ist der halbe Weg nach Wien eigentlich, Wels. Oder? Von Salzburg? Ja. Wir also, haben gesagt, Hannover ist in der Gegend. Ah ja, okay. Aber man könnte auch nach Wels fahren, das ist dann nicht ganz so weit wie nach Wien. Da ist aber der Alfonso nicht dabei, aber vom 15.06. bis zum 18.06. ist dort Porträtzeichnen. Barbara Eder meint Salzburg in Österreich. Nicht das Salzburg, das bei Hannover in der Gegend ist. Ach, das Salzburg bei Hannover, ja, also, ne? Ja. Wäre ich kinderlos, wäre ich das Wochenende geblieben, hätte vor deinem, hätte je gezeltet. Auch nicht schlecht. Nee, hätte es nicht machen müssen. Also da hättest du, also, da hätten wir schon was gefunden, irgendwie eine Jugendherberge oder sowas, ne? Natasche. Mhm. Ja, am Wochenende ist ja auch in den Kindergärten viel Platz, weil da keine Kinder. Das stimmt, ja. So. Ja, und die andere Sache ist, wollen wir noch die andere große Ankündigung, wir haben das nämlich dann schon, schon vor einiger Zeit angesprochen und jetzt haben wir schon mal die Räumlichkeit eingedeckelt, wir werden es aber echt noch offiziell ausschreiben. Es wird dann, die Information gibt es noch nicht auf der Homepage, aber wir können sie jetzt einfach mal im Stream reinjagen. Wenn man das dann später nachschaut, dann findet man das vielleicht sogar schon auf meiner Homepage. Nämlich vom 14. bis zum 16.10. ist dann das Nützwochenende in Wien hier. Das heißt, wir haben jetzt Räumlichkeiten dafür und es wird dann so aussehen, dass es zwar jetzt der Freitag bis Sonntag ist, aber wir haben uns überlegt, dass wir uns ein Meet and Greet machen für diejenigen, die eben am Vortag anreisen, dann, das heißt am Donnerstagabend. Und am Freitag werden wir dann ins Museum gehen. Wir werden schauen, was da stattfindet. Meistens ist es so, dass immer... Du hast gesagt, es ist noch nicht auf der Homepage. Es ist noch nicht auf der Homepage. Ich hätte zumachen sollen, dann brauche ich es nicht zu. Ja, es ist schon gut. Das Salzburg bei Hannover heißt Salzgitter. Entschuldige, darf ich da mal schnell rübergreifen? Hast du in Ölfarbe schon wieder gelangt? Gegriffen, gegreifert. Aber bei von der Farbe her ist es ja fast eher die Grundierung, aber das kann es ja nicht sein. So. Ja. Ja, auf jeden Fall ist es so, das wird im Oktober stattfinden. Und dann nach dem Museumsbesuch am Freitag wird es dann zwei Tage Malen geben. Das heißt mit Ralf und mir. Und Stefan. Also da hat man auch die Möglichkeit, wenn man von Salzburg dann zum Beispiel sagt, man möchte mal eine Wien-Woche machen. Mhm. Machen ja gerne immer die Bundesländer in Österreich, ne? Ja. Habt ihr das auch aus Mödling gemacht?
Habt ihr Wien-Woche gemacht? Nein. Also so nah sind wir schon an Wien, dass man das nicht macht. Ach so. Mhm. Ach so. Nach Hannover müsste man fliegen, oder? Da war oben noch da war was anderes, aber das kann ich jetzt nicht sehen. Da waren ein paar so Sachen. Wels ist sehr nah an Salzburg. Nein, weiter oben noch. Weiter. Da war, genau, ein Video. Ostlitsch meint, die Ausstellung ist zu weit weg. Das sind zwei Sachen. Also das eine war, der Matthias Bergholz hat gesagt, gibt es von Ralfs Ausstellung ein Video oder Fotos? Also erstmal jetzt noch nicht, weil die Ausstellung ist noch nicht. Mhm. Aber die Frage ist... Es wäre aber praktisch, wenn es das schon gäbe, weil dann könnten wir das Video anschauen, um zu wissen, wo wir welches Bild hinhängen. Okay. Es sind ja ein paar. Ja, also das heißt, das ist trotzdem eine gute Idee. Vielleicht machen wir sowas. Mhm. Ja, perfekt. Nächste Woche gibt es keinen Live-Mittwoch, ja, sondern ja, genau, es gibt einfach nur ein Video. Machen wir Videodokumentation. Wenn du dafür auch noch Zeit hast. Ja, das heißt, der Max Ott kommt. 14 oder 16, er ist geblockt. Yo! Nachtzug, ja. Ja, sehr gut. Na, Dascha, nächstes Jahr erfülle ich mir den Traum. Und komme mal zu einem. Ja, und das andere war, da hat jemand gefragt wegen Cobra Royal Talents, die Wasservermalbahn. Da würde ich dir empfehlen, ungefähr 20 Streams anzuschauen über wasservermalbare Ölfarben. ich werde aber noch, wobei, ich glaube, das habe ich gar nicht erwähnt. Oder schon? Also ich habe nämlich interessanterweise schon ein Video gedreht, über was ich davon halte. Also das Resümee dieser wasservermalbaren Ölfarben, muss ich noch schneiden. Ja. Wurzbild, der Obtoger, da haben wir schon zwei. Wahnsinn. Nadasche fragt, ob wir das live ausstrahlen. Aber ich weiß nicht, worauf das bezogen war. Na, am Freitag? Die Ausstellung. Am Freitag an Liefes Streham. Das ist einfach eine Webcam in die Ecke hängen. Und das nein, das machen wir nicht. Nein, das ist auch wegen der Privatsphäre und so. Ja. Na? Also das ist einfach nicht so richtig cool. Freizeitvideo, sind das die 2x3 Meter großen Bilder? Ja, genau. Ich habe hier auch wieder eins vorbereitet. Mhm. Zu dem kommen wir jetzt gleich, würde ich jetzt sagen. Was für ein Übergang. Ja, das war jetzt... Freizeitvideos, ja. für diesen Rutsche. Wenn ihr das sehen könntet, hinter der Kamera sind seine ganzen Bilder, die stehen schon da. Also nicht die ganzen, da kommt noch was. Aber ich war echt enttäuscht, dass es nur 43 sind. Mhm. Du hast mir so viele rausgehaut. Ich habe gesagt, du sollst mir noch Nachschub bringen, dass ich noch mehr zum Nörgeln habe. Mhm. Tja, habe ich geschafft. Okay, mit dem heutigen Bild. Magst du es mal in die Kamera halten und die Finger selber dreckig machen? Muhahaha. Bitteschön. Bitteschön. Das ist die Hausübung von Ralf Bert. Na, schaut cool aus. Ich habe wieder mit einer Sornpalette gemalt. Wer nicht weiß, was das ist, bitte googeln. Ja. Ich habe diesmal das richtige Rot verwendet. Was ist denn das richtige Rot? Wir haben eins ohne Weiß. Ach so, okay. Ohne PW, irgendwas drinnen. Ja, genau. Ja. Liest du das gerade von der Frau Barbara Eder? Mir geht es genau wie Andreas Luckmeier. Wie geht's ihm, Andreas Luckmeier? Eure Streams sind der absolute Hammer. Habe mir alle bisher reingezogen, auch die Webinare. Ja, wunderschön. Frau Barbara, wie viel Zeit hast du im Leben? Das ist ja unglaublich und so. Oh, the Wood Spirit, Kevin. Ich habe erst kürzlich mit der Frau Barbara aus der Farbenlaube über dich geplaudert. Wir haben nur die allerbesten Worte über dich gefunden. Möchte ich dir nur sagen. Ja. Ach, und die Leute schreiben schon, Hammer wird immer besser, wow, super, beeindruckend, Achtung, mag ich schon. Achtung, wieder. Vorsicht, ja, ich mach mal so. Ich mach mal hier. Dann könnt ihr es besser sehen. Dann könnt ihr das Original sehen. Dann willst du wahrscheinlich... Ja, ich will schon noch hier ein bisschen nörgeln und so. Also, interessanterweise, finde ich, wirst du farblich jetzt schon interessanter. Also, du gehst so in die Extreme rein, das finde ich total gut. Und ich finde auch, dass es ganz gut gemalt ist, aber interessanterweise ist es ein bisschen strenger und fester gemalt, als du sonst auch malst. Also, du hast die Figur ein bisschen so eingesperrt und so klarer definiert. Du hast es weniger offen gelassen. Was mir total gut gefällt, ist, dass du das alles so kippst, die Figur kippst, hinten die Straße kippst und so. Und blöderweise habe ich die Vorlage gesehen. Und es ist tatsächlich so, du hättest es lösen können, wenn du den orangen Wagen, das ist eben das Heck von einem Auto,
wenn du den echt wirklich ein bisschen milchiger gemacht hättest. Und gerade eben bei der Nase und bei der Kinnpartie habe ich gesehen, dass auf der Vorlage um einiges heller ist. Mhm. Also das heißt, um den hinten wegzubringen, weil ich habe dann auch zum Ralf gesagt, dass irgendwie dieser Bogen, der hinten aus dem Schädel rauskommt, das habe ich als allererstes als Pferdeschwanz gesehen und der hat irgendwie, habe gedacht, der hat rote Haare oder sowas. Ne? Ist aber nicht der Fall gewesen, hat er gemeint. Mhm, ja? Also es war nee, tatsächlich dann dieses Auto und so. Ne? Im Finanzen, ja. Also das ist, glaube ich, nicht erlaubt. Ja. Ey, Mark Gräfler 61? Bist du das erste Mal dabei? Wir lesen dich. Hast du den schon mal gelesen? Nein, ich glaube nicht. Also vielleicht schon, aber... Tu dich mal outen. Und Mark Gräfler ist die Frage, weil aus Bayreuth ist es so, gibt es das Markgraf-Wilhelminen-Gymnasium und da gibt es die Markgräfin und den Markgraf. Also, ja, aber ich glaube, Markgraf gibt es überall. Ja, das stimmt. Dirk, freut mich. Ist Montag der 16. Aha, Dirk König schreibt, schwieriges Montag der 16. Nutzwochenende versuche ich möglich zu machen. Okay. Du redest vom Webinar, ne? Wie findest du selbst deine Fortschritte im Rückblick auf die letzten Monate? Fragt Max Ott an Ralf R. Ja, also die letzten Monate sind ja in Wahrheit schon Jahre. Ja. Da mache ich jetzt eine Pause, um das setzen zu lassen. Also für das, dass ich vorher eigentlich fast gar nicht oder wirklich gar nicht gemalt habe, finde ich schon ganz okay. Lassen wir das gelten. Dieses Understatement. Ja, weißt du, das ist, wie wenn du was zum Essen eingeladen wirst und sagst, ja, zum Scheißen taugt's. Mhm. So ungefähr. Ja. Du, wie findest du die Pommes von gestern, die letzte Woche beim Mäcki? Ja, zum Scheißen taugt's, genau. Also es tut mir leid, die sind jetzt vulgär geworden und so. Also, wie würdest du das lösen mit dem Autoteil in dem Richtig, Kopf? Du hast gesagt, dir ist eingefallen, wie man das lösen könnte. Hab ich doch gesagt? Und dann hast du gesagt, dass das hinten ausschaut wie ein Schwanz und dann haben wir den Chat gelesen. Also ich würde es blasser. Einfach ich würd's, blasser, okay. Ich würde es, so wie hinten die ganze Landschaft eigentlich sehr viel Weißanteil hat, ist es so, tatsächlich würde ich echt den beim Kinn und beim Kopf vielleicht den Kontrast noch ein bisschen dunkler machen und da die Trennung einfach mehr machen. Also das sind immer echt wirklich wichtige Aspekte, wo man Räumlichkeit erzielt. Ja. Jetzt ist es so, jetzt ist der Andreas Lugmeier wieder hochgerutscht bei mir auf dem Bildschirm, aber ich kann hier noch lesen. Das freut uns natürlich, dass du das erste Mal dabei bist und hast ja auch fast alle Streams angesehen. Bist du fertig? I know what you did last summer. Wow, ich glaube, wir müssen echt jetzt schon eine Menge Streams irgendwie haben. Ich glaube, wir müssen jetzt mal die Streams alle nochmal durchschauen. Und wir schauen die einfach mal privat einfach mal durch und so, ne? Ja. Und ja. Ja. Tolle Haut, auch im Bild. Ja, und der Kevin schreibt, also der Wood Spirit schreibt, dein Pinselduktus gefällt mir immer mehr. Ich finde witzigerweise den Pinselduktus in dem Bild gar nicht mehr so super aufregend. Aber er ist trotzdem schon gut. Also das ist so, weil es einfach für die Figur so passt. Also die Figur, die steht so, wenn man es anschaut, ich finde, die steht schon, also da sieht man es eigentlich auch ganz gut. Die Haltung, die du hingekriegt hast, so, dass er irgendwie so, dann so ein bisschen so gebuckelig ist und so, finde ich echt total gut. Und so, ne? Markgräfer schreibt, ich bin schon lange dabei, habe mich aber nie gemeldet. Ich bin aus dem Markgräferland zwischen Freiburg im Breisgau und Basel. Oh, cool. Habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt, das Markgräferland. Super. Freuen wir uns natürlich, dass du dabei bist. Cool. Peter Binder schreibt, die gekippte Perspektive erinnert an die Kameraführung in Der dritte Mann. Wien halt eben. Mhm. Ja. Peter K. statt Hörbuch Streams hören. Mhm. Also machen wirklich viele. Also mir haben einige Leute erzählt, dass sie dann am nächsten Tag, wenn sie abends nicht dazukommen, dann starten sie das irgendwie beim Frühstück und haben dann uns dabei laufen. Was lernen wir daraus? Es ist eigentlich wurscht, was du malst oder zeichnest. Es schaut keiner hin. Naja, aber was ich sage und was du dann antwortest, das ist das wirklich Wichtige. Kannst du mein gelangweiltes Gesicht sehen? Nein, ich schaue dem Gesicht vorbei. Es langweilt mich viel zu sehen. Ich frage mich, wohin er unterwegs ist, so zügig, der Alte.
Ja, wahrscheinlich zu einer Steuerprüfung oder so. Ah, oh, das wäre geil. Wer meldet sich freiwillig, ein Best-of aus allen Streams zu schneiden? Das wäre schon cool. Vielleicht sollte man. Das wäre schon echt so eine Sache. Also, da hat es schon ein paar Highlights gegeben. Zum Beispiel, wenn dann der Ralf. Ja, Pizza Blut und Pizza Game. Wobei, ich habe in der Nützbach-Gruppe gelesen. Was? Dass beim Pizzagate jemand relevante Tipps zum Karikaturmalen sich herausgezogen hat. Ja, das stimmt. Das war eine Nützbach-Gruppe. Und man muss auch dazu sagen, ich erzähle die Geschichte auch gern. Also die ist echt wirklich, die ist einfach echt wirklich auch so. Ich habe irgendwie letztes Wochenende so am Atelier-Leute gehabt und so, da kann man einfach den Leuten erzählen, was alles hier bei uns im Stream so abgeht und so, ne? Peter ja. K. schreibt, ich schaue schon hin. Und Norbert Klaus schreibt, Ralf hat Grün ins Bild gebracht. Das muss doch Stefan begeistern. Ja, das stimmt auch. Also das war auch das, was ich gesagt habe. Ich finde, dass er nämlich, dass der Ralf Bert jetzt wirklich so die Farben viel besser ausnutzt. Also wirklich so auch so zu diesen Extremen pusht. Das finde ich echt gut. Das machst du gut, Puppe. Echt gut. Danke. Ich schalte jetzt mal um auf uns, damit ich hier dann wieder das wechseln kann. Ja. Damit wir dann zu unserem Motiv kommen, was wir heute malen. Also das Sozialpädagogen wir. Mhm. Ich male ja nichts. Mhm. Wie man an meinem Pullover sieht, male ich nichts. Jetzt habe ich genau bei meinem Brustwarzen den Pullover so ausgeleiert. Das schaut, glaube ich, komisch aus. Ah, Natascha schreibt, ein persönliches Highlight, Ralf zerstört sein Bild an seinem Geburtstag. Der Stream war grandios. Ja, und ich habe das Motiv dann nachher noch zweimal probiert. Und ja. Jetzt noch zweimal zerstört. Warte mal kurz, war das der hast du den Geburtstagsstream? Weil wir haben ja auch noch einen Geburtstagsstream gemacht von dir, ne? Mhm. Also das ja, war ja, das ist das, wo ich am Schluss dann... Ja. Ja, ja. Unglaublich. Also wir haben echt wirklich tolle Sachen erlebt. Also aber das Pizzagate war gut. Natürlich ist kein... Timo Pohl schreibt, ich fand die Chips-Tüte genial. Ah, das war beim Vince. Das ist Special Interest. Das war, ja. Das magst glaube ich, nur du. Ja, das war beim Vince. Da war ich leider ein bisschen ein Störfaktor da vom Stream. Jetzt bin ich zu spät gekommen und habe dafür doppelt so viel genervt. Mr. Joseph schreibt, das Bild ist eine Wucht, gut rasiert und die Nivea-Creme noch im Gesicht. Ja. Ja, ich habe da einen zu hellen Fleck. Und außerdem im Digitalen ist ein weißer Fleck und ja, wurscht. So. Okay. Marc Refler ist aus Mülheim. Also okay. Geht uns nichts an. So. Okay. Super. Das heißt, wir haben 117 Zuschauer und 60 Likes. Also das heißt, ich habe aber nichts gemacht. Also insofern wollen wir uns mal nicht beschweren. Mhm. Um was geht's heute? Du möchtest aquarellieren. Oh, ich könnte aber euch was total Tolles zeigen. Also als erstes Mal zeige ich euch mal, was wir malen werden. Also ich habe was total Einfaches ausgesucht, aber es könnte sein, dass der Föhn ziemlich in Gebrauch wird. Nein, bleib ruhig, ich brauche ihn noch nicht. Aber, naja, gesagt, aber ich könnte ihn jetzt schon holen. Der ist schon da, der ist immer noch, ich habe ihn nicht aufgeräumt. Ja. Nicht bei 6 Stunden Autofahrt. Ja, unbedingt. Irgendwie muss ich nach Wien. Bis Freitag, 6 Stunden Autofahrt, geht bis Freitag aus. 8,5 Stunden mit der Bahn, bist du fertig. El Gazzo, auch wieder da. Guten Abend. Guten Abend, El Gazzo. Mein Highlight ist, Stefan malt ein tolles Bild und im Atelier sind Gäste und keiner kriegt es mit. Ja, das war auch ein guter Stream. Ja. Der war auch gut. Also das ist echt wirklich so, da war zu viel Rambazamba. Wir haben Lust auf eine Fahrgemeinschaft. Ja, Nützwochgruppe. Ich sag nur, connected in der Nützwochgruppe. Ja, gut. Aber schauen wir mal um auf das. Ja, nein. Oh, halt Super Sauce, oder? Mhm, Super Sauce haben wir. Damit wir dann. Ja. Genau. Mhm. Das heißt, das wird das Bild werden. Der Ralf hat halt unsere Super Sauce, also unser Bild da in der Ecke. Da, also, ja. Da, also, hier da. Ist das Bild. Hallo, Ecke! Du, Stefan, geht's dir gut? Du wirkst irgendwie so ein bisschen im Eck. Ich bin total im Eck. Ja. Also eigentlich bin ich total im Eck, aber du bist direkt daneben. Ich habe was Einfaches genommen, zur Freude aller. Und was kann ich euch noch zeigen? Ah ja, genau, das wollte ich noch zeigen, weil das letztes Mal im Stream war. Ich sag nur, darf ich es Ihnen zeigen? Ich zeige es Ihnen. Ah. Ich habe diesen Jin Hao 750 habe ich modifiziert mit dieser G-Pen-Feder.
Ich habe es hingekriegt. Also nachdem dann irgendwie einige, also die Uli Geiger ist, glaube ich, im Stream und die Dagmar Ackermann, glaube ich. Ne? Und das Geniale ist halt, dass das Ganze mit einem Konverter ist, der, man muss dazu sagen, jetzt bin ich schon wieder voll Tusche, ich habe noch gar nichts gemacht. Der ist auch gleich dabei, gell? Mhm. Also das ganze Ding kostet, glaube ich, 9 Euro oder so, dieser Füller. Boah. Also die Chinesen sind echt brutal. Es ist ein bisschen gebastelt und der Tintenfluss ist dann so, dass man schon immer irgendwie schauen muss. Aber ich zeige euch das mal, wie genial fett diese Feder funktioniert. Siehst du es? Das nennt man Railroading. Also jetzt funktioniert es gerade nicht. Na, also das ist schon ziemlich spitze, wenn man... Soll ich Darth Vader machen? Ja, bitte. Okay. Mal ein fettes Kind, oder? Okay. Jedes fette Kind ist Darth Vader. Genau. Darth Vader mit oder ohne Maske? Da die fetten Backen. Na? Und dann haben wir hier ein kleines München. Zuckerschnute. Da sind die Mundwinkel. Na? Und da haben wir das. Und dann haben wir noch... Und jetzt schwächelt er schon. Da hilft es dann manchmal mit Gefühl. Und dann haben wir aber dann ein Double Chin. Ja. Also, ich habe diesen Füller hinbekommen. Es ist echt ein guter Tipp. Es gibt in der Nützwoch-Gruppe... Also hier, solche Sachen sind natürlich schon super. Also... In der Nützwochgruppe gibt es dann halt den Video zur Bedienungsanleitung und zur Umbauanleitung eigentlich, gell? Mit dem, aber ich Bedienungsanleitung, mit dem Achterbohrer als Ambus. Ja, genau. Also man muss dann echt manchmal ein bisschen, also weil der Tintenfluss da unten ist der Dings, ne? Der Tintenfluss ist nicht ganz so ist super duper. Ist in dem Füllfederhalter auch die Carbon-Tinte, ja, drin? Fragt Maxot. Ja. Und Dennis Pohl schreibt, ich glaube, Pizzagate war was anderes. Ja, eigentlich schon, bis zu dem Moment... Wie war es anders? Wo wir zwei Pizzagate veranstaltet haben. Die haben, also die in Amerika haben das dann posthum wegen unserem Stream auch Pizzagate genannt. Na, also, Railroading heißt es. Na? Also was man dann manchmal gerne machen kann, damit es besser dann funktioniert, ist dann, dass man... Haha, Elgazzo fragt, haben Sie einen Discord-Server? Nein! Wir haben immerhin einen Patreon-Account. Das ist schon total modern. Discord-Server? Ja, Discord ist super, aber... Du hast mich noch nicht bewegen können zu Discord. Das ist WhatsApp auf Steroide. WhatsApp auf Steroide. Soll ich mir das anschauen? Ja. Echt? Mhm, das ist echt cool. Okay. Aber das reden wir nachher. Wir reden das nachher. Vorher trinken wir mal. Also ich werde jetzt dann anfangen. Ich wollte euch nur zeigen, das heißt, eine 10er-Packung Federn, ich weiß gar nicht, was das gekostet hat. Ein 10er, glaube ich, auch. Mhm. Nicht wirklich so viel. Der Füller, hebt den mal hoch. Boah, ist der schwer. Irre, oder? Da kriege ich einen Tennisarm. Du kannst es gerne mal probieren. Ey. Probier mal. Also aber du musst es da probieren. Abgefahren, oder? Die Dynamik von dem Stift. Ja, also, es ist halt, ich meine, ich verwende die heute auch, die Feder. Ne? Also ich nehme sie halt nur im Federhalter. Ne? Ist geil, oder? Mhm. Ralf, zeige mich. No. Probier es gar nicht. Doch, es schaut schon ähnlich. Das ist Heinz Strunk. Ich bin schon ein Strunk. Ah, der macht mir echt Spaß. Der ist gut, ne? Mhm. Weil nämlich, du müsstest immer eintunken und lieber, also auch wenn er ein bisschen frickelig ist oder so, ist es trotzdem so. Ne? Also, wie gesagt, unsere Streams sind nicht geskriptet. Also, das ist so, normalerweise Frauen und Füller verleiht man nicht. Und da war gerade ein Spucker-Ding, jetzt habe ich mir gedacht, ob das was kann. Ja, kann was.
Wie, jetzt hast du Spucke hinter dem Füller. Ja. Also, aber ist der nicht mal zum Nee, der ist nur zum Kippen. Ja, das ist ja geil, noch, oder? Das habe ich noch viel lieber. Echt, das hast du noch lieber, mhm, als zu drehen? El Gazzo hat übrigens vorher noch was anderes gefragt. Ja. Und zwar, mit was malt ihr lieber? Mit Acryl oder mit Gouache? Mit Gouache. Also, oder? Alles ist uns lieber als Gouache. Na, als Acryl. Als Acryl, ja. Ja. Also das ist natürlich so, wir haben natürlich dann so Acrylverfechterinnen bei uns. Aber ich finde es so schwierig. Also ich möchte mein Leben nicht verschwenden an Acrylfarbe. Woodbury schreibt, so einen Frankenstein-Füller bastle ich mir auch. Und Ursula Maria schreibt, ich habe diese Feder nicht hineingebracht. Zwei Federn ruiniert, eine Stunde in der Werkstatt, mein Mann und ich. Auf einen Achterbohrer gehämmert, geht nicht rein. Echt? In diesen Füller. Doch, doch. Also Ursula, du solltest mal dieses Video, das jetzt das letzte, das in der Nützwochgruppe gepostet wurde. Du könntest es ja mal, suchst du mal eine Nützwochgruppe? Ja, ja. Gute Idee. Jetzt schaue ich mir deinen Facebook-Feed an. Der ist total toll. Auf jeden Fall in der Nützwochgruppe, das letzte Video, der zeigt drei verschiedene Möglichkeiten, wie man es hin muss. Ach, geh mal auf Safari, da bin ich angemeldet. Oh, ne, ich bin angemeldet, ne? Ja, genau. bin ich schon. Und da ist der Nützwoch. Ah, das so. Ja. Hm. Funktioniert. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und so. Highlights werden auch Walli das... Walli Forster war das, die aus dem... Ja, genau. Ja, die Walli, die ist heute auch dabei. Der Max Ott sagt, Highlights waren auch das Chips-Essen nach dem klassischen Konzert. Ja, das hat der Timo angesprochen, ne? Oder? Mhm. Ja, es ist eigentlich traurig. Oder Dennis, wir machen seit 2,5 Jahren Streams und die zwei Highlights sind die Momente, wo wir uns am meisten genieren dafür. Und es sind für alle dieselben zwei. Ja, als so. Ralf sein Ölbild zum Schluss zerstört hat, noch etliches mehr. Das ist gut. Was habt ihr gegen Acryl? Elgazzo! Also was stört euch dran? Da gibt es ein Video. Das ist der. Ja, ja. Der ist es, ja. Da gibt es ein Video, wo ich Acrylfarben und Ölfarben vergleiche. Also siehe, Achtung, ich muss mal hier machen, links oben, damit ich das finde, ich muss es immer so machen, links oben blende ich jetzt dieses Video ein, wo ich die Ölfarben und die Acrylfarben miteinander bespreche. Also ich vergleiche sie und erkläre, was die Vor- und Nachteile sind. Also beides hat natürlich logischerweise seine Vor- und Nachteile, muss man auch sagen. Ja? Super Source. Ursula Maria, jetzt haben wir das Video gefunden, gepostet und sie schreibt, ich habe dieses Video geschaut, bin ich zu blöd dazu. Du musst einen anderen Weg machen. Du hast ja in der Kiste hast ja 10 Federn. Weil bei mir ist es nämlich auch so, weil das nicht so richtig gescheit aufliegt vorne, ist der Tintenfluss nicht so hundertprozentig gut. Also das ist dann schon ein Gefrickel. Ich habe jetzt irgendwie, man findet noch was anderes und man könnte dann für lockere 30 Euro dann aus Amerika so eine Flexfeder auch bestellen, aber dann hast du, aber wobei ist es okay, 10 Euro der Füller und 30 Euro die Flexfeder, bist immer noch günstiger, als wenn du einen Pelikan kaufst. Und vor allen Dingen, wir zeichnen nur damit, ne? Ne? Ich zeichne gern mit Füller. Peter K., das weiß ich, du hast mir deine Füller, deine Tinten- und Füller-Obsession in Fotoform gezeigt. Also es hat ausgeschaut, wie in einem Verkaufsladen. Also das ist so, da waren, also du, ich glaube, du hast alle Tuschen und Tinten, die es überhaupt gibt, oder? Mhm. Ja, okay, ich sollte anfangen, oder? Weil ich meine, ich könnte ja auch zwischendrin... Ja, weil es sind noch immer nur 63 Likes und die Zuschauer gehen schon wieder runter. Du musst jetzt was tun. Okay, Wenn du nicht sofort was tust, werden uns YouTube sperren, glaube ich. Ja, also das ist so, ich habe hier Wasser. Ah ja, die Materialien, das ist ja auch immer ganz interessant. Ich habe wieder das Agre-Papier. Agre-Papier, das muss man irgendwie so nasal aussprechen. Das hier, diese, da kannst du das Sieb sehen, ne? Wie das geschöpft wurde. Ja, ich schon, aber ich weiß nicht, ob man das im Stream sieht. Doch, das sieht man schon. Ich denke, das sieht man. Also wir sehen es jetzt auf dem kleinen Vorschau-Monitor nicht. Aber auf jeden Fall, das ist die Vorderseite hier. Und das ist das Papier, andere Papier. Ich gebe das einfach auch hier auf meine Mappe. Ihr seht es, ich klebe das gar nicht fest. Der Maler ist das Auge der Menschen. Möchte ich immer wieder vorlesen. Hm? Und ich verwende dann diese Zebra G Master. Ich hab's mal aufgeschrieben, weil das ist so eine blöde Bezeichnung. Zebra Comic G Feder. Ich habe aber auch hier dann
Vielleicht kommt die auch noch in Betrieb. Das ist eine Stenofeder, die funktionieren auch total gut. Chakalaka. Ja, da habe ich die für meine weiße Tinte. Ne? Mhm. Und dann, was ich noch verwende, ist Roras Auszitusche Sepia. Und hier habe ich noch was ganz Besonderes. Das ist hier zwar ein Schreibwarenladen. Ey, Peter K., du hast es mir das letzte Mal gesagt. Kannst du uns aushelfen? Das fängt mit A an, diese Firma, die diese Tinten herstellen. Der Miller hat halt einfach sein Etikett drauf gedrückt. Atrium. Also irgend sowas. Ich habe den Namen echt vergessen. Wenn du das jetzt in den Chat reinschreiben könntest, wäre das total super. Die gibt es in allen Farben und die sind dokumentenecht. Und ich habe die jetzt als Weißtusche Tinte verwendet und das funktioniert bombig. Möchte ich nur dann, also da werde ich dann auch mal was machen, auf dem blauen Papier. Also so mit Weißhöhung. Ja, da kenne ich nichts. Und meine Lieblingspinsel, Bemstel, ne? Hier zum Beispiel, das sind die Petit Gris von Da Vinci und ich habe die gleiche Version von Da Vinci. Von Artisti, das ist, glaube ich, Boesna. Und wenn ich die wasche, dann klebe ich die immer zusammen. Mit Spucke. Mhm. Das ist Spucke. Normalerweise bei den eckig mache ich Seife. Ja, meine Spucke schaut auch immer so aus. Aber und dann kann man es einfach so kann man es wieder auseinander machen. Atramentis. Ah, danke. Ich habe es gewusst. Atramentis heißt die Tusche. De-Atramentis sogar. Und hey, Matthew und Peter K. Ey, super seid ihr. Ich war das letzte Mal schon so begeistert, weil irgendwie so die Schwarmintelligenz, das funktioniert hier immer total gut. Ich glaube, wir verblöden hier, weil wir uns die ganze Zeit auf den Chat verlassen können. Ja, genau. El Gazzo schreibt, habe auch Ölfarbe, aber male nie damit, weil das Terpentin riecht immer noch 3 Tage in meinem Zimmer. Also entweder dann verwende Shell Sol und Liquin. Das riecht beides so gut. Na, Liquin stinkt schon. Wieso nicht, dass Liquin stinkt? Ich habe einen Hund und einen 5-jährigen Sohn. Was heißt das? Im Vergleich dazu ist Liquin nix. Pupst dein 5-jähriger Sohn aus? Das geht YouTube aber gar nichts. Okay. Außerdem ist es der Hund, aber egal. Okay, der Vorteil, aber ich habe mir Sauerei gemacht. Ich werde nämlich jetzt umgekehrt vorgehen. Ich werde jetzt die Flächen machen und dann die Linien reinzeichnen. Ursula Maria hat eine Anmerkung. Die wäre? Nun hast du es geschafft, die Feder in den Füller zu bekommen und nun benutzt du die einfache Federhalterung. Ja, weil ich konsistent bleiben muss. Ich muss jetzt die Auszieh-Tusche nehmen und ich möchte es jetzt so machen, dass nicht jeder sich diesen Füller kaufen muss, sondern dieser Federhalter, der kostet echt, wie man so schön in Österreich sagt, das kostet einen Nasenrammel. Mhm. Na, und die Feder dazu, die sind echt nicht teuer und da kriegst du 10er-Pack. Und das ist jetzt die einfache, die gibt es auch noch für Platin, also irgendwie eine bessere Legierung, aber es ist echt völlig, völlig wurscht. Na? Na? Andreas Lugmeier schreibt, habe auch längere Zeit mit Acryl gemalt, weil ich den Terpentingeruch nicht in der Wohnung haben wollte. Aber Öl ist einfach viel zu leiwand, um drauf zu verzichten. Oh, der Andreas ist Andreas, doch... Andreas, du hast dich soeben als Norddeutscher geoutet, oder? Ja, genau, oder? Leiwand übersetzen wir jetzt nicht für unsere deutschen Freunde. Doch, das heißt Leinwanden heißt es. Das ist Leinwanden. Oh, Peter K. gibt schon wieder Einkaufstipps. Takinawa G-Nip ist auch super. Und Speedball-Hand, 101-102. Oh, geil, echt. Schaut, also für diejenigen, ne, die nicht im Chat dabei sind, es tut mir wirklich leid, das habe ich hier letztens von einem Aquarellisten gesehen. Nebenbei bemerkt. Die nicht im Chat dabei sind, ja, genau. Es tut mir schrecklich leid, das habe ich von einem Aquarellisten gesehen. Aber ich weiß nicht, ob das auf meiner blöden Mappe jetzt funktioniert, blöderweise. Eigentlich sollte nass machen und draufpappen. Scheiben Honig, ich glaube, ich kann das nicht machen. Kannst du mal die Mappe wegnehmen? Ey, halt die Mappe. Halt, Vorsicht. Entschuldigung. Bin ich im Bild? Wo kann ich das hinpicken? Ja, kann ich das hinpicken, oder? Perfekt. Kann ich das da hinpicken? Mhm. Schau dich an.
wie genial. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich es probiere. Also es ist ja auch so, ich bewege das ja in meinem Herzen. Ob ich nicht mal... Die Mappe kannst du ganz wegnehmen. Bitte, stell dich nicht an. Ich bewege das ja in meinem Herzen, ob ich nicht mal an wie heißt es? Aquarellstream. Danke, woher, was denn das? Ich kann deine Sätze alle fertig machen. Ich mache es nur aus Prinzip mit. Immerhin sind es deine Patreons. Und meine Sätze. Und was ist mit den vielen leeren Angry-Papieren da? Angry-Papieren. Mhm. Die sind alle ein bisschen angry, weil sie so angry leer sind hier. Ja. Ich nehme jetzt noch einen anderen Pinsel. Einen anderen Bamsel. Na? Oh, schau an. Wo kommen die Flecken her? Ja, wahrscheinlich, weil du nicht nur nicht zusammengeräumt hast, sondern auch nicht sauber gewischt hast. Also ihr seht... Ja, und was haben wir letztes Mal gelernt, den Unterschied zwischen Tusche und Tinte? Und Tinte ist ja durchaus wasserlöslich, ne? Mhm, durchaus. Also alle Flecken, die du auf der Rückseite hast, sind keine Tuscheflecken, sondern Tintenflecken. Mhm. Aber ich weiß schon, wo die Verwirrung herkommt, weil sowohl Tische als auch Tinte heißen auf Englisch Ink. Ink, ja. Ja, ja, stimmt. Ja. Oh, da gibt es ganz viele Sachen. Matthew fragt, was haltet ihr von der Royal Talents Cobra? Das hat er schon mal gefragt. Ich kann dich nur an den... Nein, vielleicht hat er es eh jetzt, oder meinst du irgendwann? Nein, das hat er vorhin im Chat schon gefragt. Also ich... Und ich habe es vorher nicht vorgelesen. Ja, das ist dann reingerutscht. Also ich habe schon was drauf gesagt. Nämlich, was ich drauf gesagt habe, war... Schau dir die Streams an. Jawohl. Mhm. Also weil ich habe echt wirklich total viele Streams gemacht, wo ich verwende Lukas, ich verwende Winsor Newton und Roy Talens. Aber ich kann es jetzt wirklich auch kurz mal sagen, wenn es hart auf hart kommen soll. So, Andreas Lugmeier gibt den Tipp, die wasserlöslichen Ölfarben. Christa Meder schreibt, ich nehme Leinöl mit dem Verdünner von Senelier Green for Oil. Da riecht es nur ein wenig nach Leinöl. Erste Schicht ein Teil Leinöl, zwei Teile Green for Oil. Jede weitere Schicht ein wenig mehr Leinöl. Thomas Crown findet auch Öl geiler. Annette Bayer freut sich darüber, dass ich deine Sätze fertig machen könnte. Passt, fertig. Eigentlich schon, gleich. Ja. Ja, ich find das super, wenn ihr im Chat euch so untereinander gegenseitig Tipps gebt und euch hilft. Ja. Ich finde das fast irgendwie blöd, das vorzulesen, weil das sind ja private Gespräche. Was ist das? Für was wirst du bezahlt? Damit ich mit dir private Gespräche führe. Also, ich habe eine Luftblase drin, kann man sagen. Solltest du zum Arzt gehen. Was machen wir jetzt? Sollen wir die rausbürsten? Also, es könnte sein, dass der Stream ein bisschen länger dauert, ehrlich gesagt. Andreas Lugmeier schreibt, ich mag den Geruch von Leinöl am Morgen. Dann solltest du am Abend in Salat baden. Ja, das stimmt. Ui, da bin ich zu fett geworden. Beim Baum. Matthew schreibt, ja, sag das bitte lebenswichtig. Was? Ich weiß nicht, ich lese nur vor. Matthew, wer soll das sagen, dass es lebenswichtig ist? Oder was ist lebenswichtig? Also wahrscheinlich, dass ich deine Sätze fertig mache. Ah ja, das war's. Ja, ja. Also ich kann auch, möchte ich nur sagen, also für diejenigen, die es interessiert, ich kann auch korrigieren, ne? Solange das alles nass ist, kann ich an die Form. Ich war hier zu weit draußen und das mache ich dann mit einem nassen Pinsel, dass ich dann zum Beispiel Sachen rausnehme. Also ich kann natürlich, aber rausnehmen macht keinen Sinn. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu... Da kannst du jetzt schon voll dick. Viele Details machen eigentlich. Mhm. Ja. 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 Aber da hinten ist ein großer Baum, gell? Zum Beispiel hier dieses, dass man durchschauen kann. Das ist genau da. Ja, ja. Ja, das ist genau da. Mhm. Da. Ja. Ja, aber es ist vom Winkel her eher in die Richtung. Ja, und da ist auch noch eins. Ja. Mhm. Ja.
So, super. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Wenn Sie Ralf sagen hören. Und ich habe es vergessen, was ich... Was wolltest du noch sagen? Was, und das mit der Kobra. Ah, das mit der Kobra. Die Kobra ist ganz gut. Aber es gibt eben... gibt es da Künstlerpigmente? Ich glaube, da gibt es eben Cadmiumgelb. Also das Problem ist aber, dass Vincent Newton die... Scheiße, ich habe es vergessen. Artisan? Nein, das ist nicht die Artisan, die... Wie heißt denn die wasservermahlbare Ölfarbe von Vincent Newton? Artisan, glaube ich. Artisan. Artisan. Artisan, ja, genau. Und Partisan. Das Interessante dran ist, genau, also ich finde beide, also alle drei, also Lukas ist noch schlechter. Jetzt ist von Schminke eine neu rausgekommen. Mhm. Blue heißt die, glaube ich. Ja. Und die habe ich nicht probiert. Nie, also das ist. Ja, weil dein Stream einfach vorher war. Also ich war eigentlich innovativ, kann man sagen. Ja, du hast wasservermalbare Ölfarben getestet, bevor es die von Schminke gegeben hat. Ja. Das ist ein Wahnsinn, oder? Elgazio schreibt, okay, danke. Ja. Uli Geiger schreibt Norma Blue. Ja. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt, dass diese Farbe hier, die wird jetzt total verschwinden. Also das heißt, also auch vom Tonwert her wird sie zu schwach werden. Das heißt, und ich habe jetzt den nächsten Schritt, den ich jetzt da mache, ist, dass ich das jetzt auch ausnütze. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier reingehe, da habe ich getupft und da wird es nicht mehr so wahnsinnig verlaufen. Wie jetzt an einer Stelle hier. Nämlich auch noch so ein Nee, mein nicht, aber... Ein Sprühflaschi. Chevara schreibt, spätes Hallo an alle. Hey, Che. Und Andreas Lugmeier bedankt sich bei mir für einen Tipp, den ich ihm gegeben habe. Ja, weil ich kann nämlich auch professionelle Malereitipps geben, ja, so wie du. Er bedankt sich für den Salatbadetipp. Und Elgazo fragt jetzt noch, wirft noch eine Frage nach, von welcher Marke sind die besten wasserlöslichen Ölfarben? In dem Fall Cobra und Artisan sind gut und die Schminke kann ich beurteilen. Das Problem ist bloß, dass die einfach so viel schlechter sind als die normalen Ölfarben. Insgesamt. Alle. Weil die einfach nicht so richtig gut pigmentiert sind. Das ist die große Problematik an der ganzen Geschichte. Naja, die verkaufen die Farben, weil sie wasservermalbar sind und nicht, weil sie besonders qualitativ wertvoll sind. Ja, und sie verschneiden natürlich diese Pigmente natürlich sehr stark. Also das heißt jetzt, wenn man... Ich habe eben keine Möglichkeit... Immerhin, ich habe kein Wasser umgeschmissen. Ja, das stimmt. Du kriegst mich gratis. Du kriegst mich gratis, da muss man nehmen, was man kriegt. Boah, und du malst und schon sind es 69 Likes. Ja, genau. Mhm. Das ist so. Haben schon wieder drei Leute auf Like gedrückt, weil du malst. Mhm. Eigentlich vom Prinzip her halten wir uns jetzt im Bereich des Aquarellmalens auf, falls es irgendjemand interessieren könnte. Also so das Grundprinzip. Also und was ich natürlich mache, ist, dass ich schaue, dass ich die Farbe noch woanders verwende. Ja. Das war wieder rausgemalt. Also der Baum hat nicht mehr die Form, die er eigentlich haben sollte, aber... Also du hast das Ding in der Hand. Was? Was habe ich in der Hand? Den Fetzen, dass du das nee, wieder weggeben kannst. Das muss man anders machen. Das muss man... Volker Pfaffenholz schreibt, das heutige Bild erinnert mich an ein Aquarell aus dem frühen 19. Jahrhundert. Ja. Genau. Wird es auch in die Richtung gehen. Und damals gab es noch kein YouTube. Also ich habe das jetzt nicht gegoogelt, aber ich glaube mal. Mhm. Jetzt, wo du es sagst. Es könnte auch sein, dass ich dann echt mit Deckweiß reingehe. Also da kenne ich nichts. Also da bin ich... Und das Interessante daran ist,
Tatsächlich, das ist jetzt, also ich habe jetzt den ersten Ton, der wird jetzt, wenn er trocknet, wird er so brutal verschwinden. Und der da, der schaut jetzt dunkel aus, wird es aber nicht sein. Also, das ist irre, wie weit wir dahinter sind, ne? Mhm. Dirk König findet übrigens Schminke Norma Blue gut. Ja, das der Dirk hat es im Stream erwähnt oder so, dass er das verwendet hat, ne? Biene Glitterfee, hallo, guten Abend. Hey, Karin Metze, Biene. Guten Abend. Du, ist aber nett, dass du dabei bist. Also, das Geniale ist, habe ich echt noch nicht ausprobiert, dass das Papier wirklich drauf pickt und man kann es ein bisschen besser machen, also dass halt die Luftblase hier nicht ist und so. Aber, aber es war jetzt halt echt ein bisschen improvisiert mit dem. Und ich könnte jetzt, also ich tue mir mal nicht rausreden, ne? Also das heißt, ich kann wirklich versuchen, die Grundform des Baumes, also ich will mal ein Porträt von dem Baum machen, ne? Und mir nicht rausreden. Beim Baum wäre es echt relativ wurscht, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist so. Aber Ursula Maria, weswegen nimmst du eigentlich nicht ein Aquarellpapier? Shit. Was soll denn da jetzt drauf? Es ist viel zu sexy, wie der Stefan Angre ausspricht. Ja, das stimmt. Ja. Woodspirit, gibt es auch mal ein Porträt oder was Figürliches in dieser Technik? Oh, ich habe heute mich gebremst, kein Porträt zu nehmen. Also es wäre eigentlich meine Präferenz gewesen. Aha, nur um Woodspirit zu ärgern. Ja, ja, das tut mir echt leid. Also ich wollte eigentlich ein Porträt machen. Ich kann. Na, du machst ein Porträt von dem Baum, hast du ja gerade gesagt. Ja, ich mache jetzt ein Porträt von dem Baum. Also für mich ist es auch irrelevant. Freizeitvideo schreibt, von der Neigung passt der Baum total zu Ralfs dritten Mann mit Hut. Und Volker Pfaffenholz schreibt, was? Deckweiß im Aquarell? Ich mache Aquarell. Und wenn ich da noch ein bisschen nachhaken darf, machst du dir keine Sorgen, weil das Aquarellpapier ist ja schon eher ein warmes Weiß. Ja. Und das ist ja nicht dasselbe Weiß, das du dann mit dem Deckweiß verwendest. Das ist ein großes Problem. Ist das ein Problem? Das okay, ist ja, ein, das ist, verdammt, da hast du wirklich was ganz Profundes angesprochen. Verarschst du mich gerade? Na, weil das ist... Warum nicht? Na, ich würde dich gerne verarschen, aber, okay, aber das mache ich nur hobbymäßig. Okay. Es ist schon genial, das dann zu. Also, wir sehen es ja hier am Bildschirm. Ne? Also, ich sehe es dann irgendwie so. Vor allem, schau mal, wie weit wir hinten nach sind. Ah ja, Wahnsinn, ja. Also, 129 Zuschauer und 72 Likes. Das treibt mir wirklich die Tränen in die Augen. Ist es wirklich jetzt schon so schlecht, das Bild? Nämlich, als alter Aquarellist. Es ist schon irgendwie echt so eine Geschichte. Es ist wichtig immer, welches Wasser im Pinsel ist. Mhm. Ja, ja, das ist der Bonbon. Du kannst es auch, ja, das. Genau, das kann man halt bloß beim. Also, da schaust du halt selber dann so aus, wenn es. Aber. Ich extra einen Knetgummi für Soundeffekte. Es ist halt, ich weiß, was wir heute nicht gemacht haben. Wir haben nicht geschaut, ob die Mikrofone uns anschauen. Na, aber die waren vom letzten Mal noch. Die passen ja. Ja, ja, schon, aber ich sitze ja nicht dort, wo ich letztes Mal gesessen bin. Wie? Aber ich kann versuchen. Doch, sitzt du. Dann bin ich letztes Mal so gesessen. Komisch. Ich baue einfach um, es ist ja eh. Mache ich auch mal irgendwie lustige Sachen mit Ton. Hm? Es schaut wirklich aus wie eine niederländische. Schon cool. Ja, wobei man sieht da sowas Ähnliches wie eine Steigung. Also niederländisch geht sich nicht aus. Ja, das stimmt. Mit Sepia-Tönen geht nicht das Weiß? Fragt Woodspirit. Naja, der Ralf hat. Der kann ich darauf sollte ich antworten, ne? Weil das ist eigentlich was ziemlich Essentielles, was du nämlich gesagt hast. Immer. Greif nach den Sternen, Alter. Schau her, ich habe echt die Möglichkeit dann. Mhm. Echt das wieder. Weißt du, da wo ich die Form nicht habe,
Also ich versuche jetzt wirklich, mich jetzt nicht rauszureden, weil das ist echt so, das kann man immer leicht ein, ja, Baum und vielleicht wurscht und so. Es ist auch mehr oder minder egal. Aber es ist trotzdem so, ich möchte euch zeigen, dass es schon ganz gut ist, wenn man spezifischer bleibt. Also das ist die Grundform, man sieht schon, ne? Also zum Beispiel der Stamm, der ist so ausgefasert. Ne? Also das heißt, den kann ich natürlich also wegnehmen. Ne? Mhm. Das ist echt wirklich so eine Geschichte, die natürlich... Ja? Da unten, wenn ich da unten bildet sich gerade so eine komische Kante. Schau, das ist die hier. Achso, gut. Na, dann hast du die Falten ja sehr strategisch sinnvoll gesetzt. Hör mal zu. Ich merke schon. Ich merke schon, cool. Du hast das drauf. Aber das wäre wirklich lustig, wenn wir mal Aquarell... Ich würde mich da dazusetzen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich male da auch jedes Mal mit. Echt? Ja. In dem Moment, wo du malst, schreibt ja eh niemand mehr was im Chat. Das ist interessant, oder? Also ja, da geht es jetzt gerade um Pinselreinigung und dass man das mit Kernseife sehr gut machen kann. Da habe ich auch, das ist mein erstes Video, das ich gemacht habe. Ich hab übrigens... Hast du es mal angeschaut? Ja. Das ist echt Körperverletzung. Deswegen habe ich ja beschlossen, dass ich mich da zu dir setze. Jetzt Entwicklungshilfe, oder? So bitter. So. Entschuldigung, ich sag halt... Also man muss dann eigentlich den Pinsel dann so... Ich habe es auch technisch nicht wirklich geblickt gehabt. Ja, wir lernen ja alle laufend dazu. Ja, nein, aber ich wollte jetzt eine Geschichte zum Thema Pinselreinigen erzählen. Weil ich war neulich beim Kunstfachmarkt meines Vertrauens, oder wie nenne ich den G und den B, wenn ich ihn nicht nennen will, und habe mir gedacht, ich kaufe mir jetzt die coole Pinselreinigungsseife, weil das echt, also ich langweile mich immer sehr beim Pinselreinigen. Und da gibt es so eine grüne, die so Künstler, Pinsel... Hast du echt gekauft? Und die habe ich mir gekauft. Und die ist so einklumpert. Also ich hab echt dann kurz gedacht, ich habe das Prinzip Seife einfach noch nicht verstanden. Weil die braucht ewig, bis sie schäumt. Dann macht sie keinen weißen Schaum natürlich, sondern so grünen Schaum. Das heißt, man sieht nicht, wenn der Pinsel richtig sauber ist. Dann dauert es ewig, bis das ganze Klumpert aus dem Pinsel draußen ist. Also entweder ich habe irgendwas grundlegend nicht verstanden oder das ist wirklich der größte Dreck, den es gibt. Die teure Pinselseife. Warum machst du denn sowas? Also, ja, weil ich mir gedacht habe, vielleicht liegt es am Material und ich bin deswegen so genervt vom Pinselwaschen. Soll ich dir sagen, welches die besten... Ja, ich kaufe einfach jedes Mal neue Pinsel, das ist die beste Lösung. Ja, okay, das ist die beste Lösung, das stimmt, natürlich. Ja, aber was ist die beste Lösung? Olivenseife. Olivenseife? Ja, ist teuer, aber... Das ist Seife, mit der man Oliven putzt. Ja. Du bist ein Trottel. Olivenölseife. Die ist echt richtig teuer, ehrlich gesagt. Also die Alice hat Marseille Seife immer verwendet. Also die hat so im Kanister, da geht es irre gut raus. Kostet aber, wir reden jetzt einfach von einer Luxusseife. Also das ist auch so. Ich habe hinten so Pflöcke von Kali, heißt die Firma. Die stellen Olivenöl, Olivenseife her. Das ist das Beste. Okay. Das ist echt das Beste. Ah, Natascha schreibt, Olivenölseife finde ich gut. The Woodspirit. Woodspirit, Olivenseife. Genau. Max Hott schreibt, White Knights sind super. Weiße Ritter? White Knights. Also nein, das ist... Thomas Crown wird auch demnächst Ölfarbe ausprobieren. Ich muss nämlich jetzt irgendwann nochmal Pause machen. Meine Tochter benutzt die White Knights Aquarellfarbe von der Firma Nevas. Kaya. Ja, es ist eine russische. Kalitra. Eine Manufaktur in St. Petersburg. Ja, ist russisch. Pigmente hervorragend und mindestens so gut wie Schminke. Zum halben Preis. Ah, okay. So, Max Ott schreibt: Dein Bild schaut so aus, als ob eine Federzeichnung on top nicht mehr nötig sein wird. Ein bisschen mache ich noch. Also, es wird ein kurzer Stream. Natascha schreibt, die Kernseife vom DM tut's auch. Ja, ich habe jetzt auch wieder Kernseife, weil ja. dieses grüne Zeug. Das Coole ist halt einfach auch so, dass man, also eine Sache, die ich irgendwie, ich versuche in so Flächen dann eine Dynamik zu sehen. Also so, wo sind Linien? Also zum Beispiel hier dieser Bogen,
Also mein Format passt nicht mit dem zusammen, ne? Also muss man auch sagen, ne? Darum habe ich es halt einfach ein bisschen verändert. Eine Geschichte, die ich euch zeigen kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Dunkelheit reinsetzen möchte und jetzt... Olivenkernseife mit schwarzer Olivenkernseife. Echt? Ja. Habe ich immer die Möglichkeit, dann auch das noch einmal zu kontrollieren heißt das falsche Wort. Was wollte ich Ihnen sagen? Welches Wort habe ich gesucht, Ralf? Telefonbuch. Na, also das ist so... Also mir war das jetzt ein bisschen zu leer hier oben. Ne? Das war so... Und wenn es nass ist, kann ich natürlich mit einer stärkeren Farbe reingehen. Und die leider ein bisschen zu stark war. Ja, da kannst du auch wieder rausnehmen. Ja. Dagmar Ackermann schreibt, aus dem Baumchen ist richtig was geworden in den letzten Minuten. Max Hott schreibt, korrigieren, war das Wort, das ich gesucht habe. Danke. Also ihr seht schon, dass das manchmal einfach echt eine Geschichte ist, dass man nicht wirklich gut Herr seines Verstandes ist. Dagmar Ackermann schreibt, nacharbeiten. Aber lustig, dass die im Chat jetzt irgendwie offensichtlich schon mit uns auf gleich gekommen sind. Wie haben wir das jetzt geschafft? Das ist aber komisch, oder? Wie können die deine Sätze vollenden, die du in der Zukunft des Streams... Weil wir sehen nämlich nicht nur auf dem einen Monitor, was wir jetzt gerade rausstreamen, sondern auch auf dem anderen Monitor, was ihr gerade seht. Und wenn dann da ein ganz wilder Versatz ist, dann wissen wir, dass wir irgendwie viel weiter in der Zukunft sind. Ja, genau. Was ich auch mache, ist zum Beispiel, dass ich den Pinsel hier so, das habe ich das letzte Mal schon gezeigt. Ich kann es mal zeigen. Ich drehe ihn so, dass ich ihn echt wie einen Schrubber verwende. Und das war dann der große Vorteil dieser Feha-Pinsel, ne? Dass ich dadurch einfach dann viel zufälligere Strukturen hinkriege. Und das Interessante daran ist, dass man es nicht immer gleich erzielt. Und ich nütze auch tatsächlich den Trocknungsprozess aus. Also das heißt, ich achte jetzt drauf, ob was rausblutet oder wenn ich jetzt zum Beispiel eben die Sachen, die ich nicht haben möchte, ne, das ist hier unten, also ich möchte es nach oben haben, ich möchte es aber nicht da unten haben. Ich bin eigentlich ein ganz guter Aquarellist, stelle ich gerade fest. Ja, ja. Dann nehme ich es weg, ne? Dann habe ich einfach viel mehr Kontrolle über die Sachen. Das heißt, ich kann immer wieder, wenn das Blatt so nass ist, ich muss mich halt nur trauen. Und es ist auch so, dass es nicht also übermäßig überarbeitet wirkt. Also so, dass es... Ich muss es ein bisschen reinziehen, sonst schaut es komisch aus, wenn ich das jetzt irgendwie die Wolken dann, die Dunkelheiten da aufhören. So, ne? Der heilige schaut eigen aus, ja. Ja, genau. Aber es ist eigentlich jetzt schon... Streamen wir jetzt nicht 1:08. Ich glaube, wir werden mehr zu wahnsinnig. Ich habe ja noch, also was dazu kommt, ist, ich habe da was vorbereitet. Also ich könnte mir das Leben natürlich leichter machen. Ne? Ah, gib weg. Aber, das ist wirklich ein riesengroßes Aber. Möchte ich jetzt, ich muss mal ein bisschen trocknen lassen, drum hau die Fragen raus. Der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, man kann ein Schwarz-Weiß-Foto nehmen, aber man löst das Problem nicht, dass man die farbige Welt in Schwarz-Weiß umsetzen muss. Also das heißt, man muss lernen, die Farbwerte in Tonwerte zu sehen. Das ist der entscheidende Punkt. Schaut echt aus wie ein Rembrandt. Wobei, jetzt gerade sieht man nicht, was du da tust, gell? Ah ja, genau. Entschuldigung. Das war jetzt Super Source. Ja, genau. Entschuldigung, ich habe jetzt irgendwie so geblättert. Ne? Ja, ich könnte ja, das wäre noch viel besser. Ne? Pip. No? Weil ich hab, ja, das geht natürlich auch. Ich habe nämlich dann dieses Bild, das ist jetzt ein bisschen verkleinert, das wäre die Alternative gewesen. Was mir nämlich dann total gut gefällt, das sieht man nämlich erst beim... Soll ich es mal drehen? Ich habe sowieso Zeit, ich kann ein bisschen palabern. Das sieht man nämlich erst in der Schwarz-Weiß-Geschichte, dass mein Fokus total bombig ist. Obwohl das rot war, in dem ganzen Grünen, das wäre schon in Farbe, wäre das gut. Mhm.
Habe ich aber auch den Vorteil, dass das Haus tatsächlich den Fokus bildet, weil der Baum dunkel davor ist und das Haus weiß daneben. Also mein Fokus ist eindeutig klar. Es ist auch eine total relativ unspektakuläre Szene, die einen dann doch viel Raum fürs Malen lässt. Also vielleicht wäre sogar geschickter, das Ganze so zu machen. Ne? Also das ist jetzt so der Klassiker, genau. Das ist so der Klassiker, dass man eben aus einem Motiv, das irgendwie relativ banal ist, irgendwie auch noch was rausholen kann. Ne? Mhm. Also ich möchte jetzt ein bisschen was aus dem Chat vorlesen. Okay. Schön, ganz kurz. Andreas Lugmeier schreibt, ich finde das eh jedes Mal bewundernswert, neben dem Malen auch noch sprechen zu können. Ich würde wahrscheinlich nur mehr stottern oder sabbern. Ja, und dann kommt noch dazu, lieber Andreas, ich sitze nicht neben dir und rede die ganze Zeit blöd rein oder greife mal irgendwie quer durchs Malen durch oder so. Also der Stefan ist schon ein Spitzensportler bei dem, was du willst. Danke. Dirk König schreibt, das sollte jetzt jedem einen Daumen wert sein. So super. Und Timo Bohl und oder eine Spende per PayPal oder ein Patreon-Abo. Noch nie an so einem günstigen Kurs teilgenommen. Richtig. Richtig, mir geht's genauso. Aber danke euch allen für diese schönen Posts, weil es ist viel schöner, wenn ich das vorlese, als wenn ich das selber sagen muss. Ja, das wirkt irgendwie komisch. Und dann gibt es aber schon noch einen Bayer schreibt Sepia-Foto. Ja, schaut so aus, ja. Und Dagmar Ackermann schreibt, jetzt bin ich auf die Wirkung der noch fehlenden weißen Tusche von Am Dingens gespannt. Von was? Von Am Dingens? Weißt du noch, wie es heißt? Nein, ich merke mir doch nichts. Ah, shit, ich habe Missoni-Aquarellfarben, Peter K. Missoni hast du Aquarellfarben von einem italienischen Designer? Was für ein Luxusgerät bist du wohl? Ah, wie heißt das? Das haben dann drei hintereinander haben's gepostet, ne? Artisan. Nein. Drei hintereinander gepostet. Artisan, da sind wir bei das Artisan. Das war noch viel früher, glaube ich. Oh Gott, das ist Titan, nicht, ne? Magst du in der Zwischenzeit irgendwas anderes? Atramentis. Atramentis heißt es. Atramentis, genau. Ich könnte wieder umschalten. So, ich bin schon wieder in deinem iPad. Ja, genau, du bist wieder am iPad. Das war so ein blöder Cursor, ist es nicht? Ja, und der ist zeitversetzt. Er wird langsamer, wenn er am iPad ist. So, also Atramentis. Das Interessante daran, ich mache jetzt noch ein bisschen Dunkelheiten. Und dann... Sabine Regensburg, eines wollte ich nämlich noch vorlesen. Sabine Regensburg schreibt, man könnte es schon so lassen. Bin gespannt, was die Feder noch macht. Ich auch. Bist du auch gespannt? Naja, vor allem weiß ich, was der Ralf vorher macht, weil der wird nämlich vorher dieses Papier... trocken füllen. Ja, das stimmt. Weil sonst macht nämlich die Feder nur ein riesen Loch da hinein. Nein, die macht kein riesen Loch rein, sondern sie macht so. Ne? Ja, ja. Also das ist so das. So, ich habe jetzt echt tatsächlich relativ. Ich muss mal schauen. Die ist jetzt in dem Pinsel. Das ist echt wirklich so eine Sache, das ist eine Erfahrungsgeschichte. Dieser Pinsel hält so viel Farbe, dass wenn ich jetzt hier in die Tusche reingehe, dass da hinten einfach noch so viel Wasser drin ist, dass ich den Pinsel erst sauber machen müsste, dass er knalledunkel wäre. Mhm. Das heißt, das benutze ich schon auch oft. Also dieses Wissen, dass was jetzt mein Werkzeug macht. Also das ist eigentlich auch immer so eine Geschichte, dass man natürlich, dass es echt von Vorteil ist, wenn man seine Gerätschaften und das Verhalten von bestimmten Gerätschaften gut weiß. Es ist dann so, es sollte auch nicht so pingelig sein, ehrlich gesagt. Also das ist auch klar. Ne? Na, ich lasse das jetzt auch so. Also es wird auch so. Die Annette schreibt übrigens, sie wird die halbe mit einer trockenen Feder reinkratzen. Warte ab, was kommen wird. Ich habe das vorbereitet. So, hier zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich drücke es jetzt ab und nehme die Flüssigkeit raus. Und dann sollte ich aufpassen,
dass ich das ganze Ding nicht zu tief reinstopfe. Ja. Schau mal, ist zu wenig eigentlich. Ja. Also das ist dann so. Also und Bäume malen ist ja so, wenn ihr zittert, habt ihr eindeutig einen Startvorteil. No? Andreas Lugmeier schreibt, gibt es spezielle Übungen, um die richtigen Tonwerte besser erkennen zu können? Ich mache die Erfahrung, dass einfach nur malen, malen und malen hilft, um besser zu werden. Macht er die Erfahrung? Ja. Dann hast du dir die Antwort doch selber gegeben, oder? Und Kevin schreibt, apropos kratzen, geh doch mit Plastikkarte. Ja, vor allem am Rücken, wo man so schlecht hinkommt. Also ich gehe jetzt, ich schaue diese Sachen hier an, das da. Na? Das ist nicht so, dass ich super zufällig damit vorgehe. Weil ich ja dann da die Helligkeit noch draufsetzen will. Max Ott schreibt, Stefan Nützel, ich habe nur einmal mit weißer Tusche auf schwarzer gearbeitet, um dann festzustellen, dass die schwarze bräunlich und die weiße bläulich. Ja. Mein Bild sah damals richtig gruselig aus. Ja, weil... Naja, aber warme Schatten sind doch, heißt doch kalte Luft. Du hast es, ich habe das Thema, ich glaube, wir müssen umschalten, dann können wir nämlich eigentlich auch schauen, wie man noch ein bisschen Zeit schinden, bis es trocknet, weil wir können föhnen, aber... Ne, vor allem, solange wir föhnen, musst du nicht sprechen. Ja. Aber du kannst die wirklich wichtigen Weisheiten... Nee, ich möchte nochmal auf das Papier, auf den Papierton eingehen. Also ich finde es jetzt schon, das kann man so lassen. Also ich kann es eben, wenn ich die Augen zusammenkneife, die Kontraste... könnte ich ein bisschen schwächer machen, finde ich. Ja, wobei, ich würd da eher dann, wenn es trocken ist, noch einmal drüber lavieren und dann einfach noch einen Ton dünkler werden. Ja. Nö, ich will dann nicht mehr viel machen. Also. Ich muss früh ins Bett. Ja, wegen Freitag, gell? Ja, weil ich aufgeregt bin. Da hast du ein bisschen was vor. Ja. Und ich muss mal umschalten. Also die Sache ist die, dass grundsätzlich jedes Aquarellpapier hat einen gebrochenen Weißton. Weil das in der Regel so ist, dass wenn du jetzt ein Aquarell malst und du malst jetzt zum Beispiel eine Sonnensituation, dann wäre das Papier hier, also das ist so, das seht ihr jetzt schon, das könnt ihr hier schon sehen. Das wäre super kontraproduktiv. Da steht natürlich das Weiß total gut drauf. Wenn ich jetzt mit der weißen Tusche drauf gehe, ich kann das jetzt natürlich nicht gescheit machen, aber ich zeige das jetzt mal. Was wird jetzt die weiße Tusche machen, was schätzt? Auf dem weißen Papier? Ja. Es ist dunkler als das weiße Papier, oder? Nein. Sie löscht es aus. Du siehst es nicht mehr. Die ist aber echt cool. Ja, siehst du es? Sie löscht es aus. Hier, auf dem hier, ist es super kontraproduktiv, weil es ist kühl. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt aquarellierst, ist es so, dass in der Regel es so ist, dass du schon, wenn du eine Lichtsituation hast und eine sonnige Situation ist, dann sind Lichter eher warm. Mhm. Und deswegen ist das Papier beim Aquarell eher warm, weil das ist die Stelle, die du aussparen musst. Wenn du aber dann Deckweiß drauf gibst, dann hast du das Problem, dass es ein kaltes Licht wird und dann funktioniert es nicht. Das ist das, was da Max gesagt hat. Also diese, ich habe nämlich jetzt echt das ausprobiert und das ist wirklich ziemlich genial. Gell? Also ich werde echt wirklich auch einen Stream machen, wo ich mit der weißen Tusche dann auch jetzt zum Beispiel sagen, okay, mir ist jetzt hier, ich finde jetzt den Ton oder ich finde die Linie jetzt nicht besonders gut. Schau. Boah, das ist ziemlich genial. Ne? Jetzt habe ich aber eine ganz frevelhafte Idee. Und was ist, wenn man diese weiße Tusche laviert? Ja. Nein, das ist auch so, ich werde die weiße Tusche ein bisschen eintönen. Eintönig machen. Ne? Das ist ja, aber was ist, wenn ich mit der weißen Tusche lavieren würde?
Ja. Also wenn ich da zum Beispiel den gesamten Himmel mit einem... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt hast du was gesagt. Das mache ich natürlich jetzt. Also ich will nur wissen, wie das ausschaut. Ich will nicht, dass du das... Ich habe keine Ahnung, das mache ich jetzt. Okay, gut. Aber du kriegst die weiße Dusche dann aus dem Pinsel wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder doch, doch. Raus, oder? Das kriege ich mit Olivenseife. Unter einem guten Assistenten, aber der ist jetzt gleich beschäftigt mit einem zweiten Glas. Übrigens, Freizeitvideos hat soeben 10 Euro für Trinkhalme für Wodka Tonic gesponsert. Herzlichen Dank. Thank you. Ey, das mache ich doch glatt. Ich probiere es einfach mal aus, weil nämlich im Himmel muss es kühl sein. Da vorne würde ich es nicht machen. Nein, im Himmel muss es schön warm sein. Ne? Wobei in der Hölle ist es richtig warm, glaube ich. Ja, jetzt habe ich natürlich ein leichtes, dezentes Wasserproblem. Na, und was ist, wenn man das habe ich jetzt gelöst. Und was ist, wenn wir das zuerst auf einem Krepppapier ausprobieren, das nicht das ist? Nö, das ist... Damit wir sehen, ob das warum? Eine gute Idee ist, weil sonst... Max Hott schreibt, super, vielen Dank für die perfekte Lösung. Weil wenn wir das jetzt verhauen, weil das irgendwie dann total deppert ausschaut, dann ärgern wir uns und dann ist unser 1 Stunden 20 super schnell Stream ein 4 Stunden Stream, weil du das dann irgendwie... Stimmt schon, lösen willst, ein bisschen, aber ich meine, die Frage ist, ich müsste dann wahrscheinlich... Mal ein bisschen Hosenscheißer malen. Nur kurz. Ich müsste dann jetzt hier wahrscheinlich... Ja, okay, das mach ein bisschen so Freihand. Funktioniert schon ganz gut. Sehe jetzt schon. Na, ich habe jetzt hier diesen Ton. Ja. Und jetzt hauen wir es mal rein. Seht ihr das? Das geht super. Ja. Ja. Da kann ich Wolken machen. Sind wir dafür? Da oben wäre sowieso wurscht. Na? Mhm. Also hier oben bei den Wolken und so. Das machen wir. Ja, super. Ja, geprüft und für gut befunden. Mhm. Ja. Also ihr seht, es ist total geskriptet bei uns. Also wir haben uns wochenlang überlegt, was wir machen. Na? 21.53 Uhr. Ich hätte vor 3 Minuten schon Wodka geholt. Oh, also, oh Gott, warte mal kurz. Im Buch steht drin. Ich plaudere jetzt kurz mit euch. Was Dennis Pohl? Ich sag mal gute Nacht. Der Bettnachbar schnarcht so laut, um euch folgen zu können. Max Ott, nicht Bayer. Weil nämlich zum Beispiel diese Geschichte mit dem Reinkratzen, das würde ich jetzt gar nicht einmal machen, ehrlich gesagt. Also das ist so, ich werde jetzt eben mit, ich werde jetzt einfach auch ein paar weiße Stellen reinhauen in den Himmel und vorne dann einfach mit der Zeichentusche und ihr werdet es sehen, also das ist so, ich werde das ganze Bild einfach fertig machen. Fix und fertig. Schauen wir mal. Ne? Rumexperimentieren. Danke, herrlich, das Rumexperimentieren. Also, ja, wie gesagt, also ich mache das schon immer wieder, dass ich hier mich aus der Komfortzone bewege. Also jetzt im Hinblick darauf, dass ich halt einfach Sachen mache, die ich manchmal halt einfach echt ein bisschen aus der Hüfte schieße. Das muss man auch sagen. Also. Und ja, es deckt auch nicht so besonders arg. Also das werde ich dann echt gut probieren können mit dem Weiß. Und ja, also falls ihr irgendeine Frage habt oder so, schießt sie raus. Wir sind da, ist total irre, also weil echt unser Video irgendwie echt super, super dahinter ist. Also super langsam. Ich muss jetzt mal im Stream umher. Ah, da kann ich das machen. Sepia-Foto. Halme reinkratzen, da war ich schon. Freizeitvideos fragt, setzt sich das Weiß, das du gerade verwendest, stark ab im Glas? Ist es für Gebrauch abzuschütteln? Ja. Also das, wobei, das funktioniert echt richtig gut, dieses Atramentum oder so. Das ist echt richtig gut. Aber man kann dann zum Beispiel mit dem Stiel da hinten ein bisschen rumrühren. Ich habe ja auch meine Hausaufgaben gemacht und habe dann geschaut, was das beste Weiß ist.
Ich habe hier noch so ein Dr. Martens. Since 1934, bleed-proof white, ist aber ein Gouache-Weiß. Und funktioniert nicht so richtig gut in der Tuschefeder. Dieses Weiß von dem Atra-Dingsbums, das ist echt ziemlich bombig, muss man ehrlich sagen. Mann, das hat ewig gedauert. Ja, ich habe aber auch wenn es mal viel Zeit mit Suchen verbracht. Was? Tonic oder Eiswürfel? Oder Wodka? Haben wir noch einen gehabt? Schon wieder leer? Mhm. Oh, oh Mann, ey. Der Atramentis. Danke, Peter K. Echt? Ja. Aber wir haben keinen mehr gehabt. Es gab dann noch einen Schlucker. Krasowska. Ja, stimmt, den habe ich noch gesehen. Mhm. Ich habe diese Woche den Rainer da gehabt. Mhm. CX, Rainer CX. Der uns diese große Belvedere-Flasche. Ja. Und der hat dann auch festgestellt, dass wir, glaube ich, echt relativ kurze Zeit gebraucht haben, bis wir den Blatt gemacht hatten. So, ich wollte auf dich warten. No? Das ist lieb von dir. Zum Föhnen? Nee, ich will noch. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin begeistert, dass das so super drauf pickt, ehrlich gesagt. Ja. Das habe ich nämlich jetzt echt. Da gibt es den habe ich schon einmal erwähnt hier im Stream, der heißt Mike Bayer. Der ziemlich guter Aquarellist ist aus München. Den wollte ich eigentlich mal treffen. Peter K., ich habe doch gewusst. Natürlich, ich habe doch gewusst, dass du das weißt. Natürlich ist das ein Bayer, wenn er aus München kommt. Nicht unbedingt. Phil Martins Bleedproof ist super für Kalligrafie auf dunklem Grund. Ja, das ist halt eine Gouache-Farbe. Das Schminke Arrow Color Weiß ist auch recht gut. Und Descent. Wir haben natürlich 1000 Filme angeschaut, welches Deckweiß gut ist. Ne? Kann man das Angrepapier gut glätten bezüglich Präsentation oder dann gerahmt unter Glas mit Passepartout? Wenn das fertig ist, dann wird sich relativ gleichmäßig wellen. Und dann mache ich das Papier von hinten nass. Ich mache das dann von hinten nass mit einem Wassersprüher und gebe das dann zwischen zwei Graupappen und beschwere das. Und dann ist es tippitoppi. Wenn ihr es danach dann nach ein paar Tagen und einer Woche rausholt, ist es wie gebügelt. Also, Aircolor weiß auch gut. Ja, was ist denn für Pigment in der weißen Tusche? Frag mich sowas doch nicht. Keine Ahnung. So. Bei Pigmenten habe ich schon gelernt, man will gar nicht so genau wissen. Ja, genau. Das ist so. Oder? Oh, perfekt. Mhm. Das ist nämlich wirklich nur noch so ein bisschen leuchten. Ja. Ja, sehr gut. Genial. Es dauert 5 Minuten, bis wir fertig sind. Ja. Oh, es ist ja echt super genial. Oh, alter Verwalter, das ist gut. Oh, ich habe ja mal einen Baum reingemalt. Aber es ist nicht mal schlecht, ehrlich gesagt. Du wolltest ja eh mit der Feder noch drüber. Ja. Oh, ich kann hier diese. Wir drei föhnen, fragt Peter K. Ja! Schau dir bitte diese Haare an. Was ist das für eine blöde Frage? Du föhnst nie nur zu Hause, oder? Nö. Das habe ich gewusst. Ich bin ein Curly Girl. Ich mache überhaupt nichts. Curly Girl. Nein. Curly Girl ist eine Methode, wie man mit Locken umgeht. Und das, im Ernst jetzt? Ja, das ist ein williger Ausdruck. Ja, die Curly Girl Methode. Oh, leck, bist du irre. Ich kann allen nur sehr empfehlen, sich das anzuschauen. Das heißt, es ist ganz einfach, kein Shampoo, nicht waschen, kein Theater machen, nur Luft trocknen lassen und kämmen. Also ich möchte nur sagen, also ich mache mal hier. Wenn euch diese Information nichts wert ist, dann weiß ich nicht. Ihr habt euch gerade hunderte von Euros an teuren Lockenwaschmitteln gespart. Curly Girl. Mhm. Ich hab gewusst, dass du das lustig findest. Bist du geil, bist du fertig. Ey, das funktioniert echt bombig. Im Stream habe ich dir übrigens gerade jetzt das Glas gereicht. Echt jetzt? Zu spät? Ja. Was du alles weißt. Die Zeichnung ist echt richtig gut, ehrlich gesagt. Also ich bin. Ja. Das mit dem Weiß ist echt super. Das ist echt der Knaller, wie das wirkt. Weil das ist nämlich, das Interessante daran ist, das verschwindet dann auch. Das bindet sich dann ein, das steht nämlich echt nicht wirklich drauf. Und ich muss die Kanten nicht einmal wirklich vermalen, ehrlich gesagt. Also, nein, die Kanten machen ja eigentlich genau das. Ja, die machen genau das, was sie wollten. Super.
Also wir feiern uns jetzt gerade mal. Ja, schon. Nämlich, ja. Wir feiern dich. Alter, Alter. Und wo ist der Karlhammer, wenn man ihn braucht? Ha? Er sagt, er schaut zu, was ist. Ist er wieder verpflichtet? Nein, ich glaube, der muss sich ausschlafen für Freitag. Ja, der muss zum Fest kommen. Mhm. Oh, genial. So, und ich kann jetzt noch ein paar... Diese Sachen sind immer ein bisschen gefährlich. Möchte ja, ich nur dazu da sagen. Mit Schwarz wahrscheinlich. Er muss wieder dagegen malen. Da muss wieder dagegen malen, weil die sonst. Aber die werden sowieso trocken. Hier funktionieren sie ganz gut, wenn sie nicht ganz so. Ja, nur für die Form, glaube ich, muss man da nochmal dann. Ja. Dass das nicht zu batzen sind. Ja, genau. Aber das schaut super aus. Weil das wirklich nur so das Papier ein bisschen zum Leuchten. Ja, aber das sieht man im Stream eh auch voll gut. Schauen wir das mal an, wie das ausschaut. Ich probiere es mal. Natascha fragt, ob ich schon aufgeregt wegen Freitag bin. Ja, weil der Stefan wird nämlich was sagen. Was werde ich wohl sagen? Curly Girl, ein weiteres Highlight, schreibt Maxott. Ja. Ja, aber Maxott, wenn ich die Fotos, wo ich glaube, dass du drauf bist, richtig interpretiere, ja, dann hättest du ja ein ähnliches, hättest du ein ähnliches Thema wie ich. Ja, du bist auch ein Curly Girl. Ja. Weil wir haben uns ja in München gesehen. Fuck, ist es gut. Weil nämlich interessanterweise das Weiß steht eigentlich ziemlich gut drauf, ehrlich gesagt. Mhm. Das Interessante werden dann eigentlich die Dunkelheiten sein, erst einmal. Und das ist irgendwie die Kombination von beidem eigentlich, ne? Oh, süß. Peter K. fragt, soll man außer Belvederes noch was mitbringen, essenstechnisch? Nö, oder? Du bist ja der Chef. Mhm. Also um Essen und Getränke, wenn ich jetzt sage, kümmern wir uns und dann... Gehen Sie uns aus, weil doch mehr als 10 Leute kommen. Ist das auch irgendwie gewagt, gell? Bringt die dicke Geldbörse mit, weil ich möchte möglichst wenig Bilder wieder heim transportieren. Weil das Interessante daran ist ja eigentlich eher erst, wenn es trocknet. Also ich glaube, ich würde jetzt mal sagen... Tada! Wollt ihr das sehen? Na, wie, dann sehen Sie es. Warte, geh nochmal zurück. Ja. Ach, das ist das Wasser. Da blinkt oben was. Also, hier oben blinkt was. Das hat mich gerade nervös gemacht, aber es ist nur ein Wasserbehälter. Der Max sagt, ja, Locken sind mindestens... Also ihr werdet jetzt nichts mehr hören, kann man sagen. Ja, ja. Stefan, hast du noch was zu sagen? Also, ladies and gentlemen, welcome to this concert tonight. Also, auf geht's. Belvedere. Die Natascha fragt. Achso. Warte. Ja? Also. Die Natascha fragt. Also, du kannst ja föhnen. Also, wenn ich jetzt. Das ist, weil das ist nicht amtlich. Ja, genau. Wir wollen ihn schön hören. Alles nur heiße Luft. Ey, Timo. Benni. Was ist los mit euch? Und das ist in was ist jetzt los? Er wacht. Okay, jetzt da. Okay. Ey, das muss jetzt wirklich richtig gut föhnen, gell? Geil, ey. Hockt ihr? Ich meine, die Frage ist, wie macht ihr das, Timo und Dennis? Hockt ihr nebeneinander und jeder hat seinen Rechner, damit ihr dann reintippen könnt? Oder wie funktioniert das? Das frage ich mir auch bei Dietmar und Susanne immer. Die schauen gemeinsam auf einem Gerät und posten am Handy. Ah, okay. Okay. Welches Jahrhundert bist denn du? Entschuldigung. Wobei, wenn man sich das anschaut, 1892. Ja. Christa Mäder, cooler Abend, danke euch. Ey, der Andreas Luckmeier, unser Firstie, unser Rookie,
ich komme zu deiner Ausstellung. Yeah! Wohne ja quasi ums Eck Kopfstraße. Ich wäre verrückt. Ja, dann gibt's doch nicht. Ey, schau mal bitte den Ausschlag vom Audio an. Übers. Dein Audio hat Ausschlag? Ja, mein Audio hat Ausschlag. Was heißt, Ralf hat recht? Ey, Ralf hat recht. Moment. Ich muss mir sofort... Ralf hat recht. Warte, aber ich mach den Screenshot da, weil das ist fürs Bild schöner, oder? Oh Mann, das ist wieder... Hey, Andreas Luckmeier, wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Ja, sehr. Gleich um die Ecke Kopfstraße. Ich wäre verrückt. Ich wäre verrückt. Der Woodspirit hat gesagt, wäre ein gutes Cover für Robert Johnsons Crossroads. Und der Max Ott hat zu dir gesagt, Locken ist mindestens eine Gemeinsamkeit. Mhm. Wann geht's los? Am Freitag um 19.30 Uhr. Oh, Dennis, alles Gute zu dir. Du liegst noch im Krankenhaus. Und Gatte sitzt auf unserem Sofa, während ich die unbequemen Matratzen des Amalie Sieveking testen darf. Heißt das Krankenhaus in Hamburg so? Amalie Sieveking. Also, dann würde ich jetzt mal sagen, gute Besserung. Ich glaube, die Vorderseite ist schon ziemlich trocken. Aber die Rückseite ist... Das ist schon ein Knochen trocken, oder? Geil. Hallo. Also... Ey, irgendwie dieses Tuschezeichnen, es funktioniert ganz gut. Okay, goody. Thank you. You always remember, you're the best dressed chicken in the fucking town. Oh, jetzt habe ich swear word gehabt. Mhm. Oh, ganz shit. Schlecht. Ganz schlecht. Mm. Aber bei deutschen Streams sind sie nicht so eng maschig in der Kontrolle. Ich glaube auch. Ja. Ja, also alles Gute nach Hamburg, du. Ich lege doch im Krankenhaus. Gib Zeichen, wenn fertig, klink mich mal eben aus. Walli, wir sind schon wieder da. Ey, wie viel Wodka hast du da rein? Oh. Du, nicht viel, weil... bist du wie viel Wodka hast du da rein? Alles. Boah, das ist echt hart. Echt? Magst du ein bisschen... Nein, ist okay. Schön. Also, jetzt tun wir es finalisieren, würde ich sagen, oder? Weil nämlich das Interessante dran ist... Das ist schon cool. Das mit dem Weiß haut schon hin, finde ich. Mehr muss man gar nicht machen. Amalie Sieveking. Ja, das ist das Krankenhaus wahrscheinlich in Hamburg. Hansestadt Hamburg, du. Cool. Die fabelhafte Welt der Amalie. Ja. Also, auf jeden Fall gute Besserung. Auf jeden Fall gute Besserung, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Da, beim Zeichnen. Ja. No, das heißt... Oh, wie das noch fließt. Das Interessante daran ist eigentlich, sobald ein bisschen eine Struktur reinkommt, ne? Es ist so, das ist wirklich phänomenal. Das ist so, wie wir wahrnehmen. So, jetzt sind wir fertig. Ja, okay. Ja. Also, schalten auch nächste Woche wieder ein. Nein, da oben noch zwei Äste, bitte. Okay, in dem Loch. Und da oben muss noch ein Blatt ins Loch. Na, hier finde ich, da war noch irgendwie ein bisschen was. Oh, ich muss nachfüllen, wie mir scheint. Ja, aber ich könnte dir hier auch eine Feder anbieten. Na, das ist die falsche Farbe. Also, das ist die falsche Farbe. Achso, stimmt. Ja, das ist überhaupt eine andere Feder. Ja, das ist eine andere Feder. Ja. Ja, das ist cool. Das ist die vom Dietmar. Aber hier vorne
Das ist irgendwie so die Geschichte. Also. Ich weiß, dass die zum Teil eher hell sind, aber ich kann durch die Dunkelheit kann ich auch ganz gut also der Pinsel gibt natürlich mehr her, die Negativräume zu machen, das muss man auch sagen. Dennis Pohl schreibt, danke ihr Lieben, wünscht das lieber dem Kerl neben mir, der wartet seit heute Morgen nüchtern auf seine OP und der Tag ist bald rum. Oleg. wir warten nicht nüchtern darauf, dass der Stefan das Bild fertig macht. Ich muss dir gestehen, ich kann mit Pinsel echt viel besser umgehen als mit Stiften. Hat schon einen guten Effekt, oder? Kann man sich nicht beschweren, ne? Wupp. Lieber Dennis, Ich muss das jetzt loswerden, weil es gibt in Wien gibt es den Spruch, ich habe einen Durst wie ein frisch operierter. Echt? Gibt's den Spruch? Den haben wir nie gehört. Ja. Und ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich dazu zu sagen habe. Schau mal, wie das. Oh, fuck, das ist arg. Das ist arg. Das ist so brutal. Bup. Schon besser. Ja. Aber es sind die. Schau mal, wie das kommt. Ich habe keine Ahnung. Du siehst es, die versinken dann schon auch zum Teil. Also das ist dann so. Das können wir nicht. Es ist auch so, probiert's aus. Also wenn euch gefällt, korrigiert's. Hier zum Beispiel. Da. Für mich ist es der Negativraum hier. Mhm. Das da. Ja. Das ist super entscheidend. Und der da. Na? Das ist viel wichtiger als irgendeine Struktur. Ach cool. Das Weiß funktioniert schon. Schau, dadurch, dass es transparent wird. Mhm. Dennis Pohl wünscht sich ein Alster. Oh, das ist ein Bier. Mhm. Angeblich. Schaut auch irgendwie komisch aus. Also das ist so, da müsste ich jetzt echt wirklich mich anstrengen. Muss man ehrlich sagen. Das hat sowas von einer Zusammenkunft von Einzellern. Da fehlt noch irgendwie was Großes, was das Ganze definiert, oder? Ja. Das sind die Negativräume, die es dann ausmachen. Nämlich, das habe ich immer bei den Buntstiftzeichnungen. Mhm. Das ist so, wenn du die Haare machst oder so, sind es dann oft die Negativräume, die dann das ganze Ding so zusammenziehen. Also das heißt, du hast jetzt ein Ding, das dann so auseinanderläuft, aber es sind eigentlich dann drunter. Siehst du das? Mhm. Das da. Na, du hast dann so diese Ecken. Na, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Ecke mache, das ist zum Beispiel der weiße Pinsel, das ist natürlich blöd. Wenn ich jetzt sowas mache.
Aber es wird dann echt so, also es sind eigentlich eher so komische Negativräume, die, um die es immer wieder geht. Da daneben. Na? Und dann kommt es vor. Mhm. Da neben dem Dunklen und am Dunklen. Dann kommen die vor. Also da kann man sie natürlich endlos spielen. Aber damit man nicht verkrampft, fröhlich. Geht man nochmal woanders hin. Und wenn jetzt zum Beispiel hier diese weißen Stellen zu arg drauf sind, gehe ich von der Seite heran und drücke sie nach hinten wieder. Mache ich bei der Ölfarbe genauso. Oder breche sie dann auf, dann sind sie nicht ganz so prominent. Ah, Dennis Pohl nix angeblich. Dem muss im Oktober noch einiges gezeigt werden. Ich zeig dir mal das richtige Otterkringer Bier. Kommt sie eigentlich? Naja, offensichtlich. Ey, also, schafft sie den Weg von Hamburg nach Wien? Ja, da kann man fliegen, du. Oder man kann sogar einen Nachtzug nehmen. Mhm. Man kann auch mit dem Rad fahren, wenn man jetzt schon losfährt. Aber der Nachtzug, den habe ich mal genommen, von Wien nach Hamburg, das war echt cool. Mhm. Es ist cool, wenn ihr kommt. Das ist super. Aber Alster schmeckt doch auch nur in Hamburg gut. Das ist so wie überall, wenn man auf Urlaub ist und dann den Raki vom Nachbarn irgendwie kriegt, der ist großartig und daheim ist ja nicht zum Trinken. Ja. Also bringt es kein Alster nach Wien mit, das schmeckt nicht gut. Schau, ich hab's jetzt hier gemischt. Ja. Also es ist nicht ganz so arg. Mhm. Und das heißt, diese Geschichten, solche Sachen sind hier, die funktionieren, also alles, was mit Natur zu tun hat, die funktionieren oft besser durch, wenn man wirklich viel bearbeitet. Also das heißt... Natürlich kommen wir, schreibt Dennis Pohl. Yes! We're looking forward. Otterkringer schmeckt aber nicht einmal in Otterkring. Wer hat das gesagt? Peter K., oder? Freizeitvideo. Ja, wenn sich Bier vermeiden lässt, ist das sowieso eine gute Sache. Trinkst du nicht gern Bier? Also, ich schicke euch demnächst mal ein Bild von meinem Barschrank. Sucht euch was aus, schreibt Dennis Pohl. Yes. Dennis, ich schicke dir ein Foto von unserem Barschrank. Da stehen lauter leere Wodkaflaschen. Ja, okay. Also ich habe, dass die andere jetzt schon wieder so schnell leer ist. Also das ist ja... Aber du, also... Was? Nicht, dass es mich was angeht, aber das ist nicht nur vom letzten Nützwoch und von diesem Nützwoch. Doch. Das kann nicht sein. Nein, das stimmt nicht. Du musst dazwischen, du musst einen Bus mit 100 Leuten gehabt haben. 100, nein, 100 ukrainische Flüchtlinge waren in der Zwischenzeit da und haben auch ein bisschen Wodka getrunken. Bitte sag mir, dass er sonst auch noch ein Wodka getrunken hat. Nein, das stimmt, du hast recht. Gut. Das habe ich vergessen. Shit, das habe ich vergessen. Mhm. Max Ott gibt mir recht. Wieso? Wurscht, Windöck. Drought traue ich mich nicht aussprechen. Schmeckt auch nur in Windhoek gut. Windhoek, warte mal, Windhoek ist... Das klingt nach Holland. Na, Windhoek ist Südafrika. Dietmar Stiller, ich sage immer, Vordergrund macht Bild gesund. Schön, dass da jetzt was passiert ist. Ja. Natürlich, sollen wir ja nehmen. Aber ich muss sagen, da unten ist das Weiß, wirkt das Weiß viel kälter, ja, als oben im Himmel. Weil oben im Himmel wird es nur einen Tick heller als das Weiß vom Papier. Wobei, das macht man auch nichts, es reflektiert den Himmel wieder. Es kippt so ein bisschen ins Kalte wieder, also das steigert irgendwie nur die Helligkeit. Und da unten, ja, aber du könntest am Schluss dann noch eine leichte Schicht... Eine Lavierung drauf geben. Ja, aber das hilft auch nicht wahrscheinlich, ne? Also, ja, Timo Pohl schreibt, ich mag den Stream, so erfährt man, für wann man Urlaub einreichen muss.
Der Müller schreibt guter Sprüche. Guter Spruch. Ja. Welcher ist ein guter Spruch? Weiß nicht, aber ich nehme an, Vordergrund macht Bild gesund. Ja, das stimmt. Und Nadasche schreibt, was für ein geiles Bild. Und Max Hott schreibt Südafrika. Achso, ja, stimmt. Warst du nicht jetzt gerade irgendwo? Nein, Namibia war er. Okay. Das ist was anderes. Das ist zumindest derselbe Kontinent. Das stimmt. That's right. That's right. And we're collecting, ja. Also ich versuche echt die Augen zusammen zu kneifen und zu schauen, okay, funktioniert das nicht und so. Was ist da rechts neben über Stefans Kopf, fragt Dietmar Stiller. Ja, oh. Ich will mal nachschauen, was das ist. Oh, es ist ja ein Werkzeug. Okay. Es ist nämlich ein sensationeller, schon lange nicht mehr groß im Bild gewesener Ursula Maria Häkelhammer. Ja. Okay. Und was sagt uns dieser Hammer? Oder was soll dir dieser Hammer sagen? Beziehungsweise was wollte dir Dietmar Stiller mit diesem Hinweis sagen? Ich hab's getan. Danke, Moment, Dietmar. Der Hammer heißt aber nicht, dass man... Sicherheitshammer für den Fluchtweg. Nein, liebe Freizeit. Ah ja, genau. Na, Freizeitvideos, du bist noch nicht lang genug dabei. Das ist eben, deswegen muss Stefan jetzt erklären, was dieser Hammer hier... Dieser Hammer bedeutet in dem Fall, um ein gutes Bild zu malen, bedarf es zweier Menschen. Der eine, der das Bild malt. Und der andere, der ihm rechtzeitig mit dem Hammer auf den Kopf schlägt, dass er aufhört. Also schaut euch die Zeichnung nochmal an. Ich habe sie signiert. Schluss mit lustig. Es ist echt geil. Mhm. Also dieses Blatt ist extrem leicht zu pressen. Also zu... Oh, ich bin ein bisschen aus dem Format rausgeraten. Ja, da seht ihr das jetzt. Ah, ich hätte ein bisschen erst zu aufrecht, mein Baum. Ah, der ist nicht besoffen genug. Warte, das ändere ich noch. Ja, ich mache hier in der Zwischenzeit schön eine Wohnung hinten. Oh. Ah, Freizeitvideos macht Smileys, ich nehme an. Als Dankeschön, dass wir ihm erklärt haben. Ja, genau. Ihm IRS erklärt das haben. Deswegen ist es unser Signet, das dann irgendwann mal auf T-Shirt und Tassen kommt. Warum machen wir das eigentlich? Liegt das an mir oder an dir? Spirit fragt, gibt es im Oktober das Hammer-Zifix-T-Shirt? Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ja, der Stefan häkelt bis im Oktober. Ja. Ja, cool. Ist jetzt besser? Ja, ist ein bisschen schräger, aber ich habe es echt wirklich verguckt. Ich hätte den Stamm noch ein bisschen schräger machen können. Susanne, vielen lieben Dank. Ich werde euch vermissen. Unbekannterweise. Susanne? Alles Gute für deine Ausstellung und gute Nacht. Ach so, okay. Ja, in Ordnung. Aber durchs Trocknen wird die Farbe verändert sich schon trotzdem. Mhm. Es sind immer so arg und so, ne? Also das ist so... ja. Claudia Müller, tolles Bild. Manche Bilder wirken besser und stimmungsvoller, wenn sie nicht farbig sind und durch die Tonwerte wirken. Ja, ja, genau. Also man muss ja dazu sagen, es schafft dann natürlich gleich irgendwie so eine Stimmung. Das muss man auch sagen. Stimmung! Ines Gweder schreibt, sehr schönes Bild. Und Miss Thjorben schreibt, wunderschönes Bild geworden. Mist, Jorben, aber deinen Namen habe ich auch noch nicht oft vorgelesen. Ja, das stimmt. Miss Thjorben. Bist du das erste Mal hier? Oder vielleicht doch Thjorben? Oder vielleicht ist Mrs auch ein Vorname?
Manchmal ist es irgendwie echt akustische Umweltverschmutzung, was du so raushaust. Ja, Entschuldigung, aber wenn du nicht deine halben Sätze nicht einmal anfängst, dann red halt ich, weißt du? Endlich kommt er dran. So. Schreibt Dennis Pohl. Gut, ich habe schon... Der Nachbar kommt dran. Yes. Der Timo, du schaffst es. Nein, der Nachbar vom... Der Nachbar kommt dran. Ja. Ah, okay, der Nachbar. Ah ja, Oktober. Wir machen im Oktober einen Hammer zu fixeln Durchschnitt und drucken ihn dann uns gegenseitig auf das T-Shirt. Nein, wir schaffen das schon. Tätowieren uns die Hammer zu fixe gegenseitig. Ja, genau. Hier, mit... Mist, Jorm ist das zweite Mal hier. Mit der Feder. Hm? Mhm. Drei Punkte, aber die können ja daher, gell? Ja, weiß ich genau. Ja, echt? Hat das was zu bedeuten? Ja. Also das ist so ein typisches Hefenbäckerl. Wenn du da die drei Punkte hast, dann hast du nichts gesehen, nichts gehört. Und Hefenbäckerl. So, Hefenbäckerl. Mhm. Also, in diesem Sinne, schaut euch die Zeichnung noch ein letztes Mal an, bevor wir dann umschalten. Annette Bayer schreibt, für Jeanette, sehr passend. Und stimmt, das ist wirklich ein schönes Motiv. Ja. Mhm. Das tun wir ja widmen, ha? Dieses Bild. Mhm. Das ist irgendwie ihr Baum, ha? Mhm. Ey, das hat extrem viel Spaß gemacht. Muss ich einfach mal so sagen. Das muss ich mit aller Entschiedenheit muss ich es mal sagen. Oh, ich habe noch so viel. Jetzt ist das Ding schon so früh zu Ende. Mhm. Ja, dann mal. Zwei Stunden. Machen wir noch eins schnell, ha? Miss Tjorben, freut uns, dass du das zweite Mal da bist. Ich hoffe, du... Danke für Tische und Tunte. Tische und Tunte, ja. Warte mal, was ist das jetzt eigentlich? Also ich habe... Tinte. Das wird als Tinte verkauft hier. Und die habe ich... Ja, aber ich glaube, das heißt ja nicht wirklich was. Mhm. Ich habe da eine große Flasche, fülle ich immer nach. Mhm. Na, wollte ich nur mal sagen. So arbeite ich. Bei Aquarell kaufe ich mir so, auch... Das ist so eine Hofer-Dusche, die du dann da einfließt. Ja. Aber bei Aquarell mache ich das auch, dass ich keine Näpfchen kaufe, sondern ich kaufe mir nur die flüssigen Aquarellfarben. Ja, na sowieso. Schau, da oben, da ist ein ganzes Backerl. Mhm. Nur mit flüssigen, die fülle ich immer nach. Na? Ich glaube, ich habe sogar mehr Aquarell. Oder ist das mehr? Ist das eine Tupperware da? Na, ist nur alles. Ich hab also sicher einen... Ikea-Karton so groß. Aquarell-Tuben? Mit Aquarellfarben, ja. Boah, Wahnsinn. Ja, ich habe den Jan Optebeck mir angeschaut und habe mir gedacht, ich will auch aquarellieren können. Hast du so viele Farben? Nein, weiß ich nicht, aber ich wollte halt aquarellieren können und dann habe ich halt einmal eingekauft. Okay. Super Bild, viel Erfolg für das Ausstellungswochenende mit Ralfs Bildern. Martina. Danke, liebe Martina. Super, danke. Also ich glaube, es gibt nichts weiter. Wir haben nächste Woche, hast du nachgeschaut? Nein, was? Ist nächste Woche jetzt der erste Termin im Monat? Nein, Moment. Ja, ist es. Moment. Es ist der dritte. Mai. Dritter Mai. Ja, der dritte Mai, da bist dran. Das ist ja total arg. Was willst du denn machen? Hm? Ich weiß nicht. Wir malen wieder. Also das ist so... Ich kann gleich sagen, am 17. Mai kann ich nicht. Echt nicht? Ja. Es tut mir eh leid. Es war entweder ich muss mich scheiden lassen oder ich kann am 17. Mai nicht. Ich würde sagen, du solltest mal drüber nachdenken. Du solltest mal deine Prioritäten ins rechte Lot setzen. Und so. Ja. Toll, toll für deine Ausstellung. Ich wünsche dir einen schönen Abend und vielen Dank. Wir danken euch auch recht herzlich. Also es war echt cool, dass ihr wieder da seid. Wir sind immer wieder begeistert vom Chat. Also ja. Dass das einfach echt so gut abgeht, dass so ein Dialog stattfindet. Und ja. Ja, wobei es ist ja nur so scheinbar ein Dialog. Ein bisschen fürchte ich mich vom Freitag. Also ich freue mich sehr über jeden, der kommt. Aber bitte seid mir nicht böse, wenn ich mich nicht erinnern kann, was ihr im Chat geschrieben habt. Und ihr müsst mir sagen, wie ihr im Chat heißt, sonst habe ich überhaupt keine Chance zu wissen, wer es ist. Genau. Das wird alles noch sehr aufregend. Ja, genau. Ja, ja. Aber wie gesagt, vergesst nicht sozusagen die üblichen Sachen, die hier unten alle stehen. Ja, ganz wichtig. Also. Wir haben euch jetzt exakt 2 Stunden lang unterhalten. Und es geht jetzt noch ein bisschen, es gibt noch eine Gratis-Zugabe, ob ihr wollt oder nicht. Weil ich mache mir jetzt einen Zopf, damit es irgendwie hier auch noch irgendwie Live-Action gibt. Oh, he's sexy and he knows it. So, ich mache he's sexy and he knows it. Okay.
Okay, Sabine schreibt da für die Ausstellung. Alle wünschen viel Erfolg für die Ausstellung. Miss Jorben hat geschrieben, dass sie immer nachschaut. Finde ich auch super. Und der Dietmar Stiller. Der solvente Käufer. Da freuen wir uns drauf. Von mir aus können sie auch. Wie schaust denn du aus? bin ich prozentual beteiligt eigentlich? Nicht, ne? Ich weiß nicht, bist du Galerist? Nee. Wenn du kein Galerist bist, ist das Mist. Okay, bist du kein Galerist, ist der Mist. Der König, alles okay, Gute. Das Lugmeier, du kennst mich ja bei Roten Rosen. Ja, okay. Oh, und ich sag nur Kopfstraße, Andreas. Ne? Das ist total Urleinwanden. Ne? Ja, cool. Uli, super, tolles Bild heute. Also wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch echt inspirieren können, auch ein bisschen anders vorzugehen und irgendwie die Sachen zu mischen. Ich habe wieder was total anderes gemacht. Ich glaube, ich hatte mir mal vor, das so zu machen. Ja, du wolltest irgendwie schon mehr. Ich weiß ja gar nicht, was du wolltest, aber ja. Du hast das gut gemacht. Aber das Sepia ist schon schöne Farbe. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir wünschen euch alles Gute und würden einfach mal sagen, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir zu zweit malen und ihr Ralf sagen hören wollt. Gute Nacht.